Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie recht herzlich zur Veranstaltung Datenschutzgrundverordnung begrüßen. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Marianne Zara und ich habe heute die Ehre, unseren neuen Obmann zu vertreten. Wer es noch nicht gehört hat, der Herr Gunter Meierhofer ist seit 1. Mai neuer Fachgruppenobmann und der ist leider heute verhindert und ich habe ihm die Ehre, ihn zu vertreten heute. Datenschutzgrundverordnung kursiert in allen Köpfen, momentan kursiert in den Medien, kursiert in den sozialen Medien. Jeder hat schon was gehört davon und Sie sind heute hier, weil Sie sich eben auch schon damit beschäftigt haben. Ein neues Geschenk aus der EU, aber wie wir schon durchgesickert ist hoffentlich, es braucht sich keiner fürchten davor und die Wirtschaftskammer hat etwas getan dafür. In den ersten Schritt haben Sie halt schon gemacht, dass Sie sich dafür interessieren, was da auf Sie zukommt. Ich darf recht herzlich begrüßen den Herrn Dr. Peter Burgstaller, unseren Vortragenden für heute, der eben da ein schönes Paket geschnürt hat und uns das Ganze näher bringen wird. Dazu sagen möchte ich noch, die ganze Veranstaltung wird auf Video aufgenommen. Das heißt, wenn Sie etwas vergessen haben oder wenn Sie etwas nicht genau verstanden haben, können Sie es ab morgen Nachmittag auch auf der Homepage der Wirtschaftskammer wieder nachhören und nachsehen. Und für alle, die heute verhindert sind, ist es eben auch auf der Homepage verfügbar. Wenn Fragen auftauchen, es wird durchgegangen mit einem Mikro, also einfach aufzeigen. Es ist eben, die Veranstaltung ist dazu da, Ihre offenen Fragen zu beantworten, einfach dazwischen fragen und der Herr Dr. Burgstaller wird es dann beantworten. Bei den Fragen werden die Personen nicht gezeigt, also es ist nur dann der Ton auf der Aufnahme, damit Sie dann auch Bescheid wissen, aus Datenschutzgründen sollen Sie eben damit einverstanden sein. Ja, somit bedanke ich mich und wünsche uns allen eine informative Veranstaltung. Einen schönen Nachmittag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe die Freude, Ihnen die Datenschutzgrundverordnung etwas näher zu bringen und vielleicht auch so näher zu bringen, ich hoffe zumindest, dass mir das gelingt, dass man sie, wie Sie gesagt haben, nicht fürchten braucht. Ganz im Gegenteil, ich sehe es sogar eher positiv, dass man mal ein bisschen was macht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die großen Facebook und wie auch immer, die werden sich dadurch wenig beeindrucken lassen und auf uns Unternehmen, das trifft aber bei uns in der Kanzlei, ich bin Rechtsanwalt in Linz, trifft es genauso zu. Ob sie die Großen dadurch beeindrucken lassen, ist eine andere Frage. Aber ungeachtet dessen ist einmal ein guter Schritt, würde ich sagen. Und beginnen möchte ich gleich einmal mit dem geflügelten Wort, weil es so gut passt. Alles neu bringt der Mai. Oder doch Altes im neuen Kleid. Also haben wir nicht doch eigentlich schon ein Datenschutzrecht? Ich möchte Ihnen in den ersten fünf Folien das Datenschutzrecht kurz näher bringen. Wenn es Fragen gibt, bitte gleich diese zu stellen. Ich möchte Ihnen das näher bringen, einfach, dass Sie ein bisschen einen Zugang haben zum Datenschutzrecht, weil wenn Sie wissen, wie Datenschutzrecht funktioniert, dann erstens mal braucht man sich dann auch nicht großartig irgendwie in den Kopf zerbrechen, dass man irgendwas nicht so macht, wie es eigentlich nicht gehört, weil Sie werden sehen heute, in Wahrheit werden Sie es im Großen und Ganzen eigentlich korrekt machen, weil das Datenschutzrecht nicht unlogisch ist. Also man hört ja vieles, wobei man da dazu sagen muss, dass das eine oder andere wirklich falsch ist. Und wenn Sie es heute Punkt für Punkt anschauen, da kommt dann noch eine Folie, wie funktioniert das Datenschutzrecht, da werden Sie sehen, es ist nicht unlogisch und wenn man sie vernünftig mit Daten oder wenn man vernünftig mit Daten umgeht, ist man eigentlich rechtlich einwandfrei unterwegs. Und die, die Daten für was anderes verwenden, als wofür sie die Daten bekommen haben, gut, die haben natürlich ein Problem, aber das passiert selten. Aus meiner Sicht ist Altes im neuen Kleid, es ist nichts Neues. Das Einzige ist wirklich, der Mantel ist neu. Früher haben wir, oder bis zum 24., ein paar Tage haben wir es ja noch, haben wir eine sogenannte Datenschutzrichtlinie, die in unserem Datenschutzgesetz umgesetzt ist. Und dieses Datenschutzgesetz stammt aus dem Jahr 2000. Also seit 18 Jahren haben wir in Österreich ein Datenschutzrecht, das ziemlich ähnlich funktioniert
mit dieser Datenschutzgrundverordnung. Die Datenschutzgrundverordnung ist ja auch schon ein bisschen, ist ja auch nicht ganz brandneu, die ist ja auch schon 2 Jahre alt, aber sie tritt halt am 25. Mai 2018 in Geltung. In Kraft ist sie schon seit 2 Jahren. Das heißt, wir haben schon seit 2 Jahren eine verbindliche Datenschutzgrundverordnung. Jetzt tritt sie halt in Geltung. Und das, was, wie gesagt, da drinnen steht, steht in Wahrheit auch in der Datenschutzgrundverordnung. Jetzt könnte man sagen, na, warum braucht man die Datenschutzgrundverordnung dann? Ist ja eigentlich relativ einfach erklärt, weil das, was da herinnen steht in diesem Datenschutzgesetz, das ist ein nationales Recht, ein österreichisches Recht und das ist wirklich streng. Und dieses österreichische Recht, dieses österreichische Datenschutzgesetz ist sicherlich strenger als die Datenschutzgrundverordnung. Jetzt haben aber andere Länder nicht so ein strenges Datenschutzrecht und ich kann nur sagen, die Österreicher waren eigentlich so im Nachhinein rückblickend betrachtet selber schuld, weil wir so ein strenges Datenschutzgesetz haben, während zum Beispiel Irland, Niederlande, Luxemburg, die haben alle ein viel lockeres Datenschutzrecht. Die haben eher so ein Datenschutzrecht, wie wir es in der Datenschutzgrundverordnung haben. Und daher könnte man eigentlich jetzt als Unternehmer können wir aufschreien und sagen, endlich ist dieses Ding weg und jetzt haben wir eigentlich eine vernünftigere Basis, wie wir mit Daten umgehen. Und Sie werden sehen, es ist vernünftiger, weil es nicht unlogisch ist. Also wir haben ab 25. Mai ein paar Tage noch das alte Gesetz und dann kommt das neue, die neue Datenschutzgrundverordnung. Neben dieser Datenschutzgrundverordnung, das ist eine europäische Norm, die in allen 27 Mitgliedstaaten oder 28, 27, nein, ich glaube 28 Mitgliedstaaten, ich wurscht, Mitgliedstaaten gilt plus dem europäischen Wirtschaftsraum, also auch die Schweiz, also auch Norwegen und Island, also wirklich de facto fast ganz Europa ist in dieser Datenschutzgrundverordnung auf einheitlicher Basis unterwegs. Dazu kommt dann nur ein nationales Gesetz. Wir werden auch weiterhin ein nationales Gesetz haben in Österreich und auch in Deutschland werden sie es haben und in Italien. Allerdings werden diese nationalen Gesetze nur mehr Randbereiche abdecken. Also man kann eigentlich schon sagen, das, was da drinnen steht in dieser Grundverordnung, das deckt wirklich den ganz, ganz, ganz großen Bereich unseres Datenschutzrechts ab und der ist in der Europäischen Union einheitlich. Und zum Beispiel, wenn Sie Personen befördert haben und Sie haben zum Beispiel einen deutschen Fahrgast, dann hätte für Sie schon die erste Frage sein müssen, naja, deutscher Fahrgast gilt jetzt auf einmal deutsches Datenschutzrecht oder ich als österreichisches Unternehmen gilt eher österreichisches Datenschutzrecht. Also da hätten Sie schon überlegen müssen, was gilt eigentlich jetzt für mich. Oder wenn Sie vielleicht 2 Fahrgäste haben, einen Italiener und einen Deutschen, muss ich dann für den einen italienisch und für den anderen deutsches Recht anwenden. Und das ist jetzt wirklich viel, viel einfacher, weil jetzt haben wir die Datenschutzgrundverordnung und wenn Amerikaner, gut, die haben eh kein Datenschutzrecht, aber im Wesentlichen sind wir auf der sicheren Seite und vielleicht eins noch vorweggenommen, es gibt natürlich auch immer das Recht, das hat aber vorher auch schon gegolten, immer das Recht, wo ich meine Niederlassung habe. Also als österreichisches Unternehmen gilt österreichisches Recht und eigentlich kann mitfahren mit mir, wer will. Es gibt österreichisches Recht oder als Arbeitgeber, egal ob ich einen Amerikaner als Arbeitnehmer habe, einen Italiener oder einen Engländer, es gilt jetzt schon österreichisches Datenschutzrecht. In Zukunft ist es vielleicht nur ein bisschen allgemein und europäischer. Und wie gesagt, wir werden auch ein Datenschutzgesetz haben und dass das Ganze, und Sie haben es schon ein bisschen durchklingen lassen, dass das Ganze nicht so heiß, wie es mal gegessen wird, wie es gekocht wird, sieht man schon, was ja in letzter Zeit passiert ist. Man muss sich ja vorstellen, und dann bin ich eh schon auf mit dem Drumherum. Wir haben ein Datenschutzgesetz, das tritt auch am 25. Mai 2018 in Kraft, also auch erst in 20 Tagen oder so ungefähr, nicht ganz. Interessanterweise ist das, obwohl es noch gar nicht in Kraft getreten ist, wird schon wieder novelliert. Vor 14 Tagen haben sie eine Novelle durch nämlich das sogenannte Datenschutz-Deregulierungsgesetz in Österreich, sind sie draufgekommen, dass es vielleicht doch ein bisschen zu kompliziert ist. Und das haben vielleicht eher ein paar gehört, dass die Behörden mit Verwarnungen vorgehen müssen, zuallererst, und nicht gleich Strafen. Und das ist, soll natürlich schon auch für viele Unternehmen einerseits ein Hinweis darauf sein, man braucht sich nicht vor irgendwelchen Monsterstrafen fürchten, die da immer dumm kursieren in den Medien, 20 Millionen Euro oder solche Sachen. Das mag schon vielleicht für irgendwelche großen Datenverarbeiter, die weiß nicht, massenhaft rechtswidrig Daten verarbeiten, zutreffen. Aber für uns Unternehmer werden die 20 Millionen wahrscheinlich keine Rolle spielen. Und jetzt nur viel weniger, weil man
nicht gleich mit einer Strafe rechnen muss, sondern es ist mit einer Verwarnung vorzugehen. Das ist sicher mal ein guter Ansatz, würde ich mal sagen, jetzt aus unternehmerischer Sicht. Aus rechtlicher Sicht ist natürlich schon irgendwie ein bisschen komisch, aber gut, soll uns jetzt nicht so stören. Ja, worum geht es beim Datenschutz? Beim Datenschutz geht es immer um ein sogenanntes Spielchen, das ich nämlich Daten, personenbezogene Daten, also Daten, wo ich auf eine natürliche Person Rückschlüsse ziehen kann. Das muss aber nicht unbedingt der Name und Adresse sein, sondern das können auch Personenkennzeichen sein, zum Beispiel ein Passwort oder ein IBAN oder die Sozialversicherungsnummer oder Autokennzeichen, Kfz-Kennzeichen. Das sind alles personenbezogene Daten, IP-Adressen. Die bloße IP-Adresse, hat der Europäische Gerichtshof gesagt, ist ein personenbezogenes Datum. Und wenn ich personenbezogene Daten habe, dann müssen bei mir die Alarmglocken läuten und muss sagen, ob da ist das Datenschutzrecht anwendbar. Und in Wahrheit bedeutet das Datenschutzrecht ist anwendbar, dass ich diese personenbezogenen Daten, die ich bekomme, nur zu einem bestimmten Zweck verwenden darf, nämlich zu dem Zweck, zu dem ich sie auch bekommen habe. Und das ist eigentlich die Zauberformel im Datenschutzrecht. Ich bekomme Daten für einen bestimmten Zweck und dafür verwende ich meine Daten und für sonst nichts. Und üblicherweise macht man das so. Also wenn Sie zum Beispiel Mitarbeiterdaten haben, dann verwenden Sie die Mitarbeiterdaten, um den Arbeitsvertrag zu erfüllen, um Urlaubsansprüche abrechnen können, Gehälter auszahlen zu können, Krankenstände. Sie werden als Arbeitgeber Gesundheitsdaten der Mitarbeiter haben. Das wird an die Gebietskrankenkasse weitergeleitet, weil sie das müssen. Und da brauche ich mir arbeitsrechtlich, datenschutzrechtlich gar nicht den Kopf zu brechen. Blöd wird es, wenn Sie hergehen und sagen, jetzt habe ich Daten von einem Fahrgast und ich weiß es nicht, der hat irgendwie, oder er sagt mir im Auto, dass er zum Friseur muss ich dringend gehen, trifft auf mich zu. Der könnte jetzt, der DAX-Unternehmer könnte sagen, der Burgstaller muss zum Friseur gehen, jetzt rufe ich meinen Bekannten an den Friseur und sage, schick im Burgstaller ein SMS, sagt er gleich die Telefonnummer dazu, er soll dringend zum Friseur gehen, heute ist es ein bisschen günstiger. Das wäre schlicht und einfach verboten, dass ich Daten, die ich habe, an anderen weitergebe. Und das tut wahrscheinlich auch niemand, hoffe ich zumindest. Und wenn sie es tun, dann kann ich nur sagen, das war bisher schon rechtswidrig und das bleibt da in Zukunft rechtswidrig und das dürfen sie nicht tun. Oder wenn ich zum Optiker gehe und der vermisst meine Brille, dann darf der Optiker natürlich meine Daten verwenden, um mir die Brille zu vermessen. Da brauche ich nichts unterschreiben oder sonst irgendwas. Der stellt meine Fehlsichtigkeit fest, was auch immer. Er darf nur nicht hergehen und die Daten dann irgendeinem anderen weitergeben, weil er sagt, weiß nicht, der braucht neue Schuhe, weil er schlampig daherkommt oder sonst was. Also ich darf die Daten nicht weitergeben. Und das ist eigentlich das Zauberwort. Ich bekomme Daten zu einem bestimmten Zweck und nur zu diesem Zweck verwende ich die Daten. Arbeitgeber, wenn ich mir die Föst oder die Linzer gehe mit, weiß nicht wie viele, hunderten, tausenden Mitarbeitern, keine Ahnung wie viele die haben, das sind ja alles gläserne Menschen, ich weiß die Gehaltsexekutionen, ich weiß Krankenstände, ich weiß seine Urlaubsgewohnheiten, ich weiß wann ich in Urlaub gehe, ich weiß wie viele Kinder er hat, brauche ich alle Daten als Arbeitgeber und das passt alles. Wehe aber, ich gehe her und verkaufe diese Datensätze an die Firma Facebook, dann habe ich echt ein Problem. Aber das tut man üblicherweise nicht. Und ich würde sagen, so wie ich es jetzt da gesagt habe, ist es nicht unlogisch, wenn ich Daten kriege zu einem bestimmten Zweck, eine Vertragserfüllung oder vom Arbeitnehmer bekomme ich Daten, um den Arbeitsvertrag zu erfüllen, dann darf ich auch diesen Zweck erfüllen und da brauchen wir nicht den Kopf großartig zerbrechen. Also es geht keine Weitergabe der Daten an Dritte, weil das wird die informationelle Selbstbestimmung verletzen oder einschränken. Und was wäre zum Beispiel so etwas, eine informationelle Selbstbestimmung? Die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich WhatsApp verwenden. Bei WhatsApp ist das zum Beispiel ein Thema. Bei WhatsApp geben Sie Daten an einen Dritten weiter, ohne dass Sie die Zustimmung der Dateninhaber fragen. Also wenn Sie mich zum Beispiel in den Kontakten hätten und Sie, oder haben und Sie haben WhatsApp oder installieren WhatsApp, dann geben Sie meine Daten an die Firma WhatsApp weiter. Ohne, dass Sie mich vielleicht fragen, außer Sie fragen mich, aber wer fragt schon, die Kontakte darf ich WhatsApp installieren. Aber wenn Sie das tun, dann geben Sie meine Daten weiter und ich kann das gar nicht einmal verhindern. Das wird zum Beispiel meine informationelle Selbstbestimmung verletzen. Jetzt würde ich sagen, gut, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber man muss sich schon bewusst sein, das ist schlicht und einfach rechtswidrig. Gibt eh nicht viele Prozesse dazu, deswegen würde das ja gar nicht so großartig aufpushen. Aber man muss sie nur irgendwie im Hinterkopf behalten. Und was ich auch empfehlen würde, wenn man irgendwelche Sachen installiert, dass man auch vielleicht die Nutzungsbedingungen liest. Weißt du, dass das mühsam ist, aber man akzeptiert halt. Man unterschreibt solche Verträge, indem man es akzeptiert
unterschreibt man die de facto und das würde man schon durchlesen. Abgesehen davon sind die gar nicht so mühsam zum Lesen. Diese WhatsApp, da sind AGBs, da sind die Versicherungsverträge viel länger und mühsam oder Banken-AGBs. Also das muss man sich einfach irgendwie ein bisschen im Kopf behalten. Man darf nicht Daten an wen anderen weitergeben. Wie funktioniert jetzt das Datenschutzrecht? Nur mal ein bisschen grafisch dargestellt und das ist eigentlich aus meiner Sicht die wichtigste Folie, weil so arbeite ich beispielsweise auch immer, wenn zu mir wer in die Kanzlei kommt und sagt, kann ich oder ist das datenschutzrechtlich erlaubt oder nicht, dann zeichnen wir immer diese drei Personen auf, den Betroffenen, den Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter, weil das sind die drei, die datenschutzrechtlich eine Rolle spielen. Der Betroffene ist Ihr Fahrgast zum Beispiel und der Verantwortliche ist Sie als Unternehmer. Der Betroffene ist der Arbeitnehmer, als Arbeitgeber sind Sie der Verantwortliche. Der Betroffene, der Kunde oder ein Lieferant, Sie sind der Verantwortliche. Und der Verantwortliche möchte gern mit den Daten des Betroffenen was tun. Sie haben einen Krankentransport, kriegen bestimmte Informationen über diesen Patienten, den Sie befördern. Dann ist dieser Patient, den Sie befördern, der Betroffene. Sie brauchen bestimmte Daten, um den zu befördern. Sie müssen wissen, wo der wohnt, weil sonst wissen Sie nicht, wo Sie hinfahren. Das ist ja logisch. Und zu diesem Zweck dürfen Sie die Daten verwenden. Also diese Zweckgebundenheit auf Basis einer Einwilligung oder eines Vertrages. Und diese Einwilligung oder dieser Vertrag, der muss ja nicht schriftlich sein, sondern üblicherweise ist so ein Vertrag ein logisches Ding. Also wenn ich jemandem eine Visitenkarte gebe und sage, schicken Sie mir ein Angebot oder sonst was, dann ist damit natürlich die Einwilligung erteilt. Da brauche ich nicht sagen, unterschreiben Sie bitte nur, dass ich das tun darf, sondern das ist ein klassischer Vorgang. Ich gehe wohin und konsumiere eine Dienstleistung und mit diesem Konsumieren willige schlüssig ein. Und das ist de facto bei Ihnen immer der Fall. Es kommt jemand, Sie befördern jemanden und damit liegt die Einwilligung vor. Ein Problem kriegen Sie, wie ich zuerst gesagt habe, wenn Sie als Verantwortliche jetzt hergehen und verlassen diesen Zweck und geben die Daten an einen anderen, an einen anderen Verantwortlichen, an einen, keine Ahnung, an ein Reisebüro oder sonst irgendwas, keine Ahnung, was Sie wollen. Oder bei mir als Anwalt, da habe ich mir neulich gedacht, da kommt als Anwalt daher, der lässt sich scheiden, ich weiß, der braucht eine Wohnung und ich hätte zufälligerweise ein paar Wohnungen zum Vermieten, dann wäre so geschickt, wenn ich dem ganz zielgerichtet da eine E-Mail schicke und sage, ich hätte eine günstige Wohnung, die passt genau. Besser werben kann man ja gar nicht, überhaupt keinen Streuverlust, aber das ist halt einfach verboten. Ich darf meine Rolle als Verantwortlicher in dem Bereich nicht verlassen und die Daten an mich selber als anderer Verantwortlicher weitergeben. Es sei denn, es stimmt mir zu. Ich kann mir ja immer die Einwilligung holen. Ich kann als Arbeitgeber sagen, lieber Arbeitnehmer, ich hätte gerne die Daten an die Firma Facebook weitergeben, stimmst du zu? Und dann sagt er, ja, passt. Weil dafür muss er natürlich schon zustimmen, ausdrücken oder bewusst zustimmen. Wenn er einen Arbeitsvertrag unterschreibt, stimmt er mit der Unterfertigung des Arbeitsvertrages zu, dass ich seine Daten verarbeite. Also eigentlich ist man da immer ganz gut abgedeckt. Wenn ich dann parallel dazu, oder nicht parallel, wenn ich zusätzlich einen sogenannten Dienstleister beiziehe und im Datenschutzrecht heißt der Dienstleister Auftragsverarbeiter, zum Beispiel der klassische Lohnverrechner. Ich mache meine Gehaltsabrechnungen, bediene mich eines Lohnverrechners oder eines IT-Dienstleisters, der für mich halt schaut, dass die IT funktioniert, dann ist dieser IT-Dienstleister ein sogenannter Auftragsverarbeiter, der in meinem Auftrag bestimmte Tätigkeiten durchführt, wo eben personenbezogene Daten verarbeitet werden. Nur dann ist er Auftragsverarbeiter. Nicht, weil er, man könnte natürlich sagen, zum Beispiel, ich fahre mit meinem Auto zur Tankstelle, dann ist die Tankstelle auch so eine Art Dienstleister von mir, die lasse Service machen. Aber beim Auftragsverarbeiter muss im Vordergrund die Verarbeitung der Daten stehen, nicht eine bestimmte Tätigkeit, wo ich halt auch irgendwelche personenbezogene Daten brauche, sondern im Vordergrund muss die Verarbeitung von personenbezogenen Daten stehen. Und das ist üblicherweise beim Lohnverrechner und beim IT-Dienstleister. Zum Beispiel ein Anwalt, wenn ich für Sie eine Dienstleistung erbringe als Anwalt, dann bin ich ein klassischer Dienstleister, aber kein Auftragsverarbeiter, sondern ich als Anwalt bin selber Verantwortlicher und Sie sind mein Kunde und Betroffener. Also man muss immer genau schauen, wenn Sie ein datenschutzrechtliches Problem haben, wer bin ich? Bin ich der Verantwortliche oder bin ich selber vielleicht der Betroffene oder bin ich eh nur unter Anführungszeichen der Auftragsverarbeiter? Und im Zweifel kann man sich merken, ist man eher der Verantwortliche. Also dieser Auftragsverarbeiter, das ist nur ganz selten. Eben wie gesagt, ein Cloud-Dienstleister. Ich lege meine Daten in die Cloud
dann wäre der Cloud-Dienstleister, das wäre zum Beispiel so ein Auftragsverarbeiter oder eben der Lohnverrechner oder der IT-Dienstleister. Aber das sind eh schon die drei großen Auftragsverarbeiter. Alle anderen sind für sich selber verantwortlicher. Bitte. Wenn wir Fragen stellen, dass wir das Mikro nehmen, dann hören es alle und vor allen Dingen hören es auch die, wenn wir es über Video aufzeichnen. Jetzt geht es die ganze Zeit darum, wie ich das auffasse, um die Weitergabe von Daten. Das heißt, wenn ich Daten gespeichert habe und die nur für mich selbst gespeichert lasse, dann kann mir nichts passieren? Naja. Das Speichern alleine abgesichert, dass kein Fremder dazu kann? Nein. Wobei das andere Frage ist, wie sichert man es, ob das kein Fremder dazu kann? Aber das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Also ich habe Daten als Verantwortlicher und wenn ich die Daten einmal absichere, dann ist das schon mal ein guter Aspekt. Aber ich muss natürlich schon immer auch wieder diesen sogenannten Zweck beabsichtigen. Warum habe ich die Daten? Eben, weil ich jemanden... Red mal konkret. Jetzt hat man in einem Gespräch, ein Kunde erzählt, nächstes Jahr macht eine Reise nach Brasilien. Ja. Das hat er mal gesagt und damit darf ich es ja wissen. Ja. Ja. Punkt 1, darf ich mir das notieren? Punkt 2, aufgrund dessen, wenn ich ihm dann zu Weihnachten ein Buch, einen Reiseführer oder was immer über Brasilien schenke, habe ich dann einen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung gemacht? Oder ist das korrekt und zulässig? Nein, das machen sie ja zu privaten Zwecken, schenken sie immer ein Buch. Ja, das macht man. Man tut so wie ein Privater, aber im Endeffekt will man natürlich Geschäftsanbahnung betreiben damit. Also ich würde sagen, man muss schon differenzieren zwischen, jemand gibt mir eine Information, dann hat er ja das Grundrecht auf Geheimhaltung verloren, weil sonst sagt er mir es ja nicht. Und auf der anderen Seite ist dann die Frage, wofür verwende ich dann die Daten? Das muss man unterschiedlich beachten. Also nur zum Beispiel, weil jemand auf seiner Facebook-Seite ein Foto von sich selber hat, damit könnte er sagen, hat er der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, darf ich das Foto nicht verwenden und für was anderes nutzen. Also wenn jemand Daten veröffentlicht, dann hat er kein Grundrecht mehr auf Geheimhaltung, weil er es ja selber veröffentlicht hat. Ja. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich es dann verwenden darf. Zu dem Thema noch eine andere Frage. Jetzt fahre ich zu viert von einer Herrenrunde vor Wochenende XY hin, mache dort ein Foto, wir vier sind drauf und den fünften oder sechsten, der nicht mit war, schicke ich das jetzt über WhatsApp. Was passiert jetzt? Naja, im privaten Bereich habe ich datenschutzrechtlich, also die Datenschutzgrundverordnung nimmt den Privatbereich aus. Genau. Okay, und der Privatbereich ist ja wirklich, so wie ich zuerst gesagt habe und wie es ja Sie offenbar gemeint haben, ich schenke jemandem einen Reiseführer über Brasilien und in Wahrheit ist das natürlich eine Werbemaßnahme. Da kann man schon diskutieren. Aber so richtig einen privaten Urlaub, auch im familiären Bereich und privat ist wirklich ein Freundeskreis. Da spielt Datenschutzrecht keine Rolle. Da kann man das schon machen, ja. Eine Frage bitte bezüglich Krankentransporte. Bei den Krankentransporten haben wir ja diese Transportscheine. Mhm. Diese Transportscheine verarbeiten wir am Monatsende, indem wir sie in der EDV eingeben und diese dann an die verschiedenen Krankenkassen übermitteln. Ja. Ich bin dann wahrscheinlich verantwortlicher und die Krankenkasse... Ist die dann Auftragsverarbeiter oder wie ist das da bei den Transportscheine? Also das würde man gar nicht so sehr in den Kopf, da würde man gar nicht so sehr in den Kopf zerbrechen, ob die Krankenkasse Auftragsverarbeiter ist oder nicht. Ich würde sagen, Sie sind Verantwortlicher und als Verantwortlicher haben Sie diese Daten geheim zu halten. Sie brauchen aber die Daten und jetzt weiß ich natürlich, dass bei diesen Transportscheinen da gibt es ja auch dieses Feld, wo da der Arzt oder der Gesundheitsdiensteanbieter, sage ich jetzt einmal ganz generell, hineinschreibt, eben eine Diagnose oder was, ein Krankheitsbild, damit ich weiß, was muss ich mitnehmen oder brauche ich irgendwelche besonderen Einrichtungen im Auto. Das sind ja nicht Daten, die Sie erheben, sondern die Ihnen der Arzt mitgibt oder am Schein draufschreibt, also Ihnen gibt. Und da muss man schon klipp und klar sagen, also ich glaube nicht, dass Sie das unbedingt bräuchten. Es gibt schon vielleicht bestimmte Transporte, wo Sie wissen müssen, was genau hat der zu Befördernde für eine Behinderung, weil sonst können Sie auch nicht mit dem richtigen Auto fahren. Aber ob jemand zum Beispiel vom Ort A zum Ort B wegen einer Strahlentherapie zu transportieren ist oder nicht, das hat eigentlich für Sie spielt keine Rolle, aber ich hätte aus Ihrer Sicht da nicht so ein großartiges Problem. Weil der Einzige, der da ein Recht verletzt, ist der Arzt. Und zwar eine vielfache Rechtsverletzung. Er verletzt sein Berufsgeheimnis und er verletzt natürlich ganz zentral das Datenschutzrecht. Wobei das Berufsgeheimnis nur dramatischer ist. Also ich würde mir da nicht so in den Kopf zerbrechen.
wenn sie zu viel Daten bekommen, sie können es ja nicht verhindern, sie können schon sagen zum Arzt, schreib bitte nicht drauf, aber ich meine, das muss eh selber wissen, was der zu befördern. Naja, ja, wird abgeschafft, aber es gibt schon ein paar Muster, die habe ich da zum Beispiel da, Chemotherapie. Ich meine, das interessiert Sie als Unternehmen. Ja, aber dann hat die Krankenkasse ein Problem mit dem Arzt. Da müssen... Ja, eh. Aber nein, Sie haben kein Problem. Nein, Sie aber wir haben diesbezüglich, Entschuldigung, das Problem, dass wir vom nicht, Programm her... Darf ich nur ganz kurz einen Satz sagen? Wenn der Arzt Ihnen das hineinschreibt, dann ist das sein Bier, dann verletzt er sein Recht. Wenn die Gebietskrankenkasse von Ihnen verlangt, Sie brauchen das da drinnen, dann hat die Gebietskrankenkasse auch ein Problem. Das ist doch wie beim Arbeitgeber, wenn zu mir der Arzt sagt, der Dienstnehmer ist krank und ich rufe dann zum Arzt und sage, was hat er denn eigentlich? Wissen Sie, was ich da für Antwort kriege? Wenn Sie es nur einmal fragen, sage ich es irgendwo an. Also hat mir mal ein Arzt gesagt. Und auch zu Recht. Das ist so. Das ist jetzt Berufsgeheimnis. Aber es ist dann so, dann ist das Programm nicht richtig, weil im Programm wird verlangt, ich muss ausfüllen, hat der Patient jetzt Chemo- oder Strahlentherapie oder einen Unfall oder eine normale Krankheit. Das müssen Sie ausfüllen? Ja, da ist eine Zeile und die muss ich ankreuzen. In dem Transportchen zum Beispiel? Nein, im Programm, das ich dann weiterverarbeite, damit ich am Monatsende das Geld kriege. Ja, aber was machen Sie dann, wenn ich zum Beispiel, da habe ich jetzt zum Beispiel so ein Kürzel, da steht zum Beispiel nichts drinnen. Von einer bestimmten Krankheit kriegst du dann kein Geld dafür. Was? Kann nicht wahr sein. Ja, ist richtig. Ja, aber dann hat aber Gebietskrankenkasse ein Problem. Ja, aber das ist... Aber da kann ich nur empfehlen, da müssen Sie sich auf die Vier stellen, das kann ja nicht wahr sein. Ich meine, Sie sind ja da als Dritter so quasi dem Arzt ausgeliefert, der gutmütigerweise sagt, ja, ich schreibe die Krankheit ein, der andere sagt, das geht euch nichts an. Und die Gebietskrankenkasse sagt, wenn der Arzt nicht einschreibt, was, dann kriegt ihr kein Geld, das kann ja nicht sein. Ja, aber da muss ich sagen, also datenschutzrechtlich ist das schon ziemlich klipp und klar. Der Arzt darf das nicht hineinschreiben, das steht im Ärztegesetz drinnen, das hat eigentlich nichts verloren, zu Abrechnungszwecken Krankheiten bekannt geben. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Ja. Bitte? Ja, aber er braucht gar nicht Datenschutz aufschreiben, sondern er braucht nur aufschreiben Ärztegesetz. Da steht drauf, der Arzt hat den Mund zu halten. Bitte? Ja, aber da kann ich nur sagen, also wenn der Arzt draufschreibt, weil ich sage, dass der einen Krankentransport braucht, dann hat der Arzt recht. Und wenn die Gebietskrankenkasse dann nichts zahlt, dann muss die Gebietskrankenkasse mit dem Arzt irgendwie abstimmen, dass man mit irgendwelchen Kürzeln, steht ja in der Datenschutzgrundverordnung drinnen, man kann mit Pseudonymen, man soll mit Pseudonymen handeln. Das geht ja eigentlich uns gar nichts an, warum ich, es sei denn, ich brauche das für den Transport an sich. Ich muss natürlich schon wissen, ob ich jetzt irgendwie besondere Einrichtungen habe, aber wenn jemand einfach nicht fahrtauglich ist oder fähig ist, aber ansonsten keine besonderen Einrichtungen braucht in meinem Fahrzeug, dann hat man das nichts anzugehen. Und wenn der Arzt das herausgibt, dann hätte ich da ein Problem, und wenn die Gebietskrankenkasse nichts zahlt, weil der Arzt das nicht reinschreibt, dann, also das, da glaube ich, muss man sich schon auf die, da muss sich ja die Interessensvertretung wahrscheinlich ja auf die Beine stellen, weil es kann nicht sein, dass sie in der Mitte hängen bleiben. Das haben wir auch schon getan, und wir haben auch die Gebietskrankenkasse mit dem Thema schon konfrontiert, denen war allerdings die ganze Thematik rund um die Datenschutzgrundverordnung ein völlig spanisches Dorf. Ja, glaube ich. Nein, glaube ich. Aber das müssen Sie sich einmal vorstellen, man darf ja nicht mit den Medien drohen, aber das schauen wir an, wenn ich den Medien sage, wisst ihr, die Gebietskrankenkasse verlangt von uns, dass wir eine Arztdiagnose abliefern, nur dann kriegen wir Zeit. Ich meine, das ist ja, also das ist wirklich schlicht und einfach rechtswidrig, das muss man schon sagen. Und das gehört abgestellt. Ich hätte noch bitte eine Frage zu dem Thema, die Transportscheine muss man dann per Post versenden. Kann man da ein Problem bekommen? An einem Postweg irgendwas passiert? Ich hätte eher ein Problem, wenn man es einscannt und per E-Mail unverschlüsselt verschickt. Das war für mich gefährlich. Also bei der Post hätte ich jetzt keine Sorge. Weil die Post ist ein zertifizierter Dienstleister oder Auftragsverarbeiter. Ich würde sogar sagen, dass vielleicht die Post selber verantwortlicher ist, wahrscheinlich sogar selber verantwortlich ist. In Wahrheit, das muss ich auch noch dazu sagen, ist er völlig gleichgültig im Endeffekt, ob ich Auftragsverarbeiter oder Verantwortlicher bin, weil beide
müssen das Datenschutzrecht einhalten. Beide müssen die Tätigkeiten, die sie ausüben, egal ob Auftragsverarbeiter oder als Verantwortlicher, beide müssen die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung einhalten. Und wenn ich jetzt sage, die Post ist für mich Auftragsverarbeiter, dann ist der einzige Unterschied, dass ich mit der Post einen schriftlichen Vertrag abschließen muss, indem ich die AGBs zum Beispiel der Post akzeptiere, wo drinnen steht, dass die Post das Datenschutzrecht einhält, was auch drinnen steht in den AGBs. Aber wahrscheinlich ist die Post gar nicht einmal Auftragsverarbeiter, sondern selber verantwortlich. Und damit, wenn die Post einen Postversand übernimmt, dann haftet ja die Post, auch wenn es verloren geht. Per E-Mail ist das ja nicht so. Per E-Mail habe ich eher selber das Problem, wenn ich eine E-Mail verschicke und da habe ich einfach ein eingescanntes PDF. Das tat ich zum Beispiel nicht. Das wäre für mich, das gehört verschlüsselt, dass man es nicht lesen kann, wenn wer das abfangt oder mitlesen würde. Jetzt tue ich noch ganz kurz da weiter, diese Folie zu erklären. Also da haben wir den betroffenen Fahrgast und Sie haben Daten vom Fahrgast, von wem auch immer Sie die Daten bekommen. Vom Arzt, vom Physiotherapeuten, vom Krankenhaus natürlich selber oder von der Ordination, wie auch immer. Und diese Daten brauchen Sie zu einem bestimmten Zweck. Ein Zweck ist die Abrechnung. Und daher brauchen Sie und dürfen Sie auch die Daten verarbeiten, die Sie zur Abrechnung brauchen. Jetzt sagen Sie, ja, ich brauche eben eine ganz konkrete Diagnose, weil sonst zahlen Sie mir es nicht. Jetzt kann man aus Ihrer Sicht sagen, okay, damit haben Sie ein berechtigtes Interesse. Ich glaube aber, wie gesagt, dass dieses berechtigte Interesse rechtswidrig ist. Ich glaube nicht, dass die Gebietskrankenkasse das verlangen darf. Ich weiß schon, dass sie in der Mitte sitzen und sie werden sagen, ja super, aber was soll ich jetzt tun? Wir befördern und kriegen kein Geld. Aber ich glaube, da muss man an anderer Stelle, wie gesagt, einhaken, weil rechtskonform ist es nicht, aber ich würde mir da jetzt auch nicht so großartig den Kopf zerbrechen, weil der wirklich ein Problem hat, ist der Arzt, würde ich mal sagen. Weil der unterliegt schon dem Berufsgeheimnis und das Berufsgeheimnis ist ein sehr hochzuhaltenes Berufsgeheimnis. Nicht einmal am Gericht erfreut ist. Wenn nicht der Patient sagt, ja, und zwar schriftlich, ja, der Arzt darf ausplaudern, was ich habe, wenn der das nicht sagt, sagt der Arzt nichts. Also das ist schon ein strenges Berufsgeheimnis. Nicht so einfach, ja, schreiben wir halt da rein. Darum hätte ich da schon ein bisschen ein Problem. Dieses System da, dieser Betroffene und dieser Verantwortliche, insbesondere da oben, diese zwei, Sie haben im Unternehmen ein paar solche Punkte, wo Sie Betroffene haben und Verantwortliche haben. Wie ich zuerst gesagt habe, Sie haben Arbeitnehmer und Sie sind der Arbeitgeber. Sie haben Kunden und Sie sind der Beförderer. Sie haben einen Lieferanten, Sie haben Daten, weil Sie zum Beispiel ein Auto kaufen, von Autohaus oder Sie haben Serviceintervalle, da haben Sie einen Ansprechpartner beim Lieferanten, die sind Betroffenen und Sie sind Unternehmen. Und Sie müssen diese, und das ist wirklich das Neue, und das möchte ich Ihnen dann nachher kurz sagen, wie man das macht oder wie Sie das einfach umsetzen können, und Sie müssen, vielleicht haben Sie es schon mal gehört, ein sogenanntes Verarbeitungsverzeichnis erstellen. Und das Verarbeitungsverzeichnis bedeutet, dass Sie alle Datenverarbeitungen in Ihrem Unternehmen in eine Liste zusammenfassen müssen, in eine Liste aufnehmen müssen und die Liste müssen sie aufheben. Das nennt man Verarbeitungsverzeichnis. Bisher hat es geheißen Datenverarbeitungsregister. Ich weiß nicht, ob jemand eine Meldung beim Datenverarbeitungsregister gemacht hat, auch zum Beispiel, wenn sie eine Kamera im Auto haben oder in der Firma Zugangsberechtigungssysteme haben, zum Beispiel vielleicht mit Fingerabdruck oder mit Chipkarten, wo personenbezogene Daten dahinter liegen. Das muss man ja alles bei der Datenschutzbehörde, hätte man schon alles melden müssen, seit 18 Jahre hätte man das machen müssen. Dieses Datenverarbeitungsregister, das wird abgeschafft. Gott sei Dank, weil das hat eh niemand irgendwie besonders interessiert. Das wird abgeschafft und anstelle dieses Verarbeitungsregisters, das bei der Datenschutzbehörde geführt worden ist, muss man jetzt selber ein Verzeichnis führen. Und dieses Verzeichnis, da kriegen Sie nachher ein Muster, können Sie sich bei der Wirtschaftskammer abholen, das ich Ihnen kurz darstellen möchte, wo Sie wirklich nicht mehr viel machen müssen, um so quasi, weil das ist das Herzstück der Datenschutzgrundverordnung, dass man dokumentiert, was man macht und dass man natürlich das einhält, was man dokumentiert. Also nicht, dass man was einschreibt in das Verzeichnis, was ich eh nicht einhält, sondern es muss schon das drinnen stehen, was man tut, aber man hat es selber in der Hand, das vernünftig zu führen und zwar in der Art, wie man es halt für richtig hält und als Vorlage kriegen Sie dann dazu was. Also, das muss man sich immer bitte im Hinterkopf behalten. Ich bin der Verantwortliche und ich
kümmere mich um die Daten des Betroffenen. Und Sie haben es jetzt erst schon gesagt, das ganz Wesentliche im Datenschutzrecht ist, ich halte die Daten des Betroffenen geheim. Ich verwende nicht nur die Daten zu dem Zweck, zu dem ich es bekommen habe, sondern ich halte sie geheim. Und ich ergreife dadurch oder dafür auch technische Maßnahmen. Ich habe zum Beispiel die Daten irgendwo abgelegt, wo nicht jeder zugreifen kann, weil ich zum Beispiel ein Passwort habe auf die Rechner, wo die Daten abgelegt sind. Was ja nicht unüblich ist, ein Passwort. Und ein möglichst langes Passwort. Also wenn ich zum Beispiel da Gesundheitsdaten irgendwo in einem Rechnersystem habe, was Sie ja wahrscheinlich haben zu Abrechnungszwecken, dann brauchen Sie schon ein vernünftiges Passwort. Was haben denn Sie bei den Rechnern in der Firma für Passwortlänge? Gibt es jemanden, der mehr als 6 Zeichen hat? Und mehr als 8? Okay. Und mehr als 12? Weil 12 ist der Stand der Technik derzeit. Also 12 Zeichen, 6 Monate sollte man es ändern und groß und klein und Sonderbuchstaben. Also gerade wenn es um sensible Daten, um sogenannte Gesundheitsdaten geht, da würde ich schon, also 6 ist zu kurz, das muss man schon sagen. 6 ist einfach zu kurz, 8, ja, ich meine, optimal sind 12. Ich glaube, da gibt es sogar eine Statistik, 8-stellige Passwörter, glaube ich, werden unter einer Sekunde geknackt, wenn man das entsprechende den entsprechenden Rechner hat. Im AEC drüben, ohne Werbung zu machen, aber im AEC drüben gibt es einen Rechner aus Hagenberg, der heißt Passwortcracker. Das ist ein ziemlich leistungsfähiger Rechner, der sehr schnell Passwörter kriegt. Die müssen es einmal eingeben. Also nicht Ihr Passwort eingeben, sondern weil der speichert ja mit, sondern irgendein Passwort. Der 8-stellige ist und da wären 10, der hat das innerhalb, unter einer Sekunde ist das Passwort geknackt. Insofern 12 war nicht schlecht, insbesondere dort, wo man eben so sensible Daten hat. Ja, was würde ich machen, um datenschutzgrundverordnungskonform so quasi in den 25. Mai hinein zu starten? Ich würde diese 8 Schritte umsetzen im Unternehmen, wobei, ich gehe eh nicht die 8 Schritte durch, keine Sorge, wobei das Wichtigste der letzte ist. Dieses Datenverarbeitungsverzeichnis, und in diesem Datenverarbeitungsverzeichnis sind im Wesentlichen diese 8 Schritte abgebildet. Da steht drinnen, welche Verarbeitungen habe und was ist der Zweck dieser Verarbeitungen und habe ich auch diesen Rechtsgrund, wie ich zuerst am Anfang gesagt habe, weil das ist wirklich das Herz des Datenschutzrechts. Habe ich eine Einwilligung zu dem Zweck, zu dem ich die Daten verarbeite, und überschreite ich die Einwilligung nicht, die auch schlüssig erteilt werden kann. Dann muss ich Betroffenenrechte sicherstellen. Das heißt, ein Vorgast ruft mich an und sagt, ich hätte gern Auskunft, ob sie Daten von mir gespeichert haben und wenn ja, welche und was ist der Zweck? Muss ich auch wieder abgebildet haben, schaue ins Verarbeitungsverzeichnis hinein und sage, ja, Daten gespeichert und das ist der Zweck. Und was ist die Rechtsgrundlage? Weil ich es zu Abrechnungszwecken brauche oder weil ich es für die Finanzsimjahr brauche. Und dann hebe ich mir es auch so lange auf. Also ich kann Daten speichern, um wieder auf Ihre Frage zurückzukommen, ich kann Daten so lange speichern, solange ich die Daten brauche. Und da gibt es viele Gründe, warum man sie Daten speichern kann. Das sind einmal 7 Jahre für die Finanz, das sind für Abrechnungszwecke, das sind... Schadenersatz ist bei Ihnen, weiß nicht, ob das auch ein Thema wäre, Schadenersatzansprüche, die Schadenersatzfrist ist elendig lang, 30 Jahre. Mitarbeiterdaten, ich muss 30 Jahre lang nach dem Ausscheiden eines Mitarbeiters dem ein Dienstzeugnis ausstellen können. Also muss man Daten aufheben, 30 Jahre lang. Wo hat er gearbeitet in meinem Betrieb, wann hat er gearbeitet und vor allem wer? Also das sind alles gesetzliche Verpflichtungen. Das ist ja nicht in Ihrem Ermessen, dass man die Daten speichert, sondern der Dienstnehmer, der gekündigt hat, ein Recht drauf. Also immer dort, wo es so Spezialvorschriften gibt, brauche ich mir datenschutzrechtlich sowieso keine Sorgen machen, weil man Daten aufhebt. Das Problem ist nur, ebenso wie Sie zuerst gesagt haben, ich kriege Informationen, so einen richtigen Zweck dafür habe ich nicht, ich habe nicht einen richtigen Vertrag. Da gibt man es halt einfach und dann stellt sich die Frage, wie lange darf man jetzt die Daten aufheben? Wie lange ist ein Kunde Kunde zum Beispiel? Oder, also da, aber da gibt es keine konkreten gesetzlichen Vorgaben, das ist halt ein bisschen Ermessenssache. Wie lange darf man Bewerberdaten aufheben? Sie schreiben eine Stelle aus und jemand bewirbt sie drauf, aber andere kriegt den Zuschlag für die Stelle, müssen sie dann die Bewerberdaten löschen oder dürfen sie in Evidenz halten? Nein, nicht in Evidenz halten. Sie müssen noch fragen, ob ich in Evidenz halten darf, weil die Bewerbung, der Zweck Bewerbung ist weg, weil ja die Stelle vergeben worden ist, also haben sie keinen Rechtsgrund mehr oder auch keinen Zweck mehr, dass sie die Daten aufheben. Und wenn ich es aufheben möchte, weil ich sage, ich möchte sie gerne in Evidenz halten, vielleicht wird was frei, dann brauche ich eine Einwilligung und sagen,
darf ich die Daten weiter aufheben und nicht umgekehrt. Wir gehen davon aus, dass sie eh nichts dagegen haben. Und wenn sie was dagegen haben, dann sagen sie es. Also so, das nennt man Opt-out. Also ich hebe mir es auf, außer sie sagen, ich will nicht mehr. So, man muss umgedreht sagen, ich brauche die Zustimmung. Stimmen Sie zu, dass ich es aufhebe. Und wenn er sie nicht meldet, dann muss ich es löschen. Dann, man muss Datenschutzverletzungen bei der Datenschutzbehörde melden. Auch jetzt schon so. Ist ja jetzt schon so, wenn Sie irgendeinen Datenträger verlieren, wo personenbezogene Daten drauf sind, und zwar mehrere personenbezogene Daten oder gar sensible Daten drauf sind, dann müssen Sie das der Datenschutzbehörde melden und wahrscheinlich auch der Person, die davon betroffen ist oder die Personen, die davon betroffen sind. Und zwar relativ flott, innerhalb von 72 Stunden. Da muss man schauen, da muss ich irgendwie in der Firma ein bisschen einen Prozess haben oder jemanden haben, der verantwortlich ist dafür. Werden Sie sehen, ist auch ein Verarbeitungsverzeichnis. Wenn Sie einen Auftragsverarbeiter haben, so wie ich zuerst gesagt habe, der Lohnverrechner und der IT-Dienstleister, mit dem brauchen Sie einen schriftlichen Dienstleistungsvertrag. Vielleicht haben Sie eh schon einen zugeschickt gekriegt, die werden jetzt sehr häufig ausgeschickt von den IT-Dienstleistern. So einen Vertrag brauchen Sie aber nicht, wo drinnen steht, wie viel die Dienstleistung kostet oder wann oder wie die Dienstleistung zu erbringen ist, sondern da geht es nur darum, dass drinnen steht, was muss der Dienstleister tun, damit das Datenschutzrecht, das hupfe ich nochmal zurück, damit das da oben eingehalten wird. Wenn Sie da verantwortlich sind und Sie lagern bestimmte Dienste aus daher, dann muss der sich vertraglich dazu verpflichten, dass er das da oben einhält, wozu Sie verpflichtet sind. Weil wenn er das nicht machen würde, dann wäre der der Geschnappste sogar. Also Sie sagen alles Mögliche zu und der hat keine Ahnung vom Datenschutz. Das wäre ein Vertrag zulasten Dritter, wie man so schön sagt. Das geht ja nicht. Dann muss man prüfen, ob man der Datenschutzbehörde bestimmte Datenverarbeitungen, zum Beispiel Videokamera war so ein Thema, ob man bestimmte Datenverarbeitungen der Datenschutzbehörde zusätzlich mitteilt, also nicht nur ins eigene Verzeichnis aufnimmt, sondern zusätzlich der Datenschutzbehörde mitteilt. Videokamera im PKW, im Auto. Und da muss man sagen, da ist jetzt auch eine ganz zentrale Entschärfung gekommen durch dieses Datenschutzderegulierungsgesetz, weil da steht nämlich drinnen, man darf Bildverarbeitungen zu Dokumentationszwecken, zum Eigentumsschutz, für die persönliche Sicherheit, darf man Videokameras installieren. 72 Stunden darf man die Daten aufzeichnen, dann muss man es löschen. Es sei denn, ich brauche es, weil ich halt irgendeinen Vorfall habe, wo ich was belegen möchte oder widerlegen möchte. Also das darf ich grundsätzlich machen, ohne dass ich eine sogenannte Datenschutzfolgenabschätzung mache. Ich muss nur am PKW, am Unternehmen, am Taxi irgendwie vermerken, da wird Video überwacht, das muss ich schauen. Der Gast soll schon wissen, dass ich Video überwache. Aber ich brauche das nicht großartig mitteilen. Da ist drinnen gestanden, früher drinnen gestanden im Gesetz, also im Gesetz ist eh noch nicht in Kraft, war es drinnen gestanden, sofern kein gelinderes Mittel geeignet ist, also wenn es was Geschickteres gibt, dann darf ich keine Videoüberwachung machen. Und das haben sie jetzt gestrichen, also ich darf Video aufzeichnen im Fahrgastraum. Ja. Könnte man diese Videoüberwachung, könnte man das auch mit Dashcams zum Beispiel machen, im Taxi? Das ist eine Frage. Ja, da gibt es eine Entscheidung von der Datenschutzbehörde. Ich habe es gelesen einmal. Ja. Genau, da hat die Datenschutzbehörde gesagt, Dashcams sind unter Umständen zulässig, aber nur dann, wenn sie wirklich nur einen ganz konkreten Vorfall, der mich betrifft, aufzeichnen. Also eine Dashcam zum Beispiel, die ausgelöst wird, wenn es zu einem, weiß nicht, zu einer Geschwindigkeitsverzögerung kommt, nämlich eine Bremsung. Ja. Aber nicht so, wie es damals war bei dieser Entscheidung, wo die Datenschutzbehörde gesagt hat, nein, die sind nicht erlaubt, weil in dem Fall ist die Dashcam immer mitgelaufen und hat den öffentlichen Raum mitgefilmt. Und da hat die Datenschutzbehörde gesagt, das ist Sache der öffentlichen Hand. Also den öffentlichen Raum zu überwachen, ist nicht Aufgabe von einem Taxiunternehmen oder von einem privaten Autofahrer, sondern das ist Sache der Polizei, der öffentlichen Gewalt, der öffentlichen Hand. Aber ich kann natürlich, wenn ich irgendeinen Vorfall habe, sofort meine Kamera auszuziehen oder eben automatisiert einschalten lasse bei einem bestimmten Vorfall. Darf auch die Videokamera natürlich am Handy einschalten. Und zum Beispiel die, ist ja nicht unwichtig, nicht nur, dass man den Zusammenstoß filmt, sondern auch, dass man die Position der Vorzeige, wenn es einen Unfall gegeben hat, dass man das feststellt und nicht, dass man dann schnell ein wenig auf Zeiten fährt, dass der Verkehr wieder flüssig wird, weil da kann ich nicht mehr gescheit nachvollziehen, wie sind denn die Autos wirklich gestanden. Und mit der Kollisions, mit
der Position im Kollisionszeitpunkt kann der Sachverständige schon viel anfangen, nämlich wie offenbar die Autos zusammengekracht sind. Also Dashcams sind unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, nur die öffentliche Überwachung eben nicht, die permanente. Ja, aber eigentlich hat die Datenschutzbehörde schon gesagt, sie hat gesagt, in dem konkreten Fall war es einfach zu viel. Ich darf nicht einfach das mitrennen lassen und so quasi wird dann überschrieben, wenn das Bundel voll ist, so quasi oder das Speicherplatz voll ist, sondern ich muss permanent überschreiben und nur dann, wenn es zu einem Vorfall kommt, darf ich das eben auswerten. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Dann prüfen, ob ich einen Datenschutzbeauftragten brauche, denn würde ich sagen, den brauchen Sie nicht, weil einen Datenschutzbeauftragten brauche ich üblicherweise nur dann, wenn ich mit sogenannten sensiblen Daten, was Sie natürlich auch machen, mit Gesundheitsdaten arbeiten, aber wenn die Gesundheitsdaten die Kerntätigkeit in Ihrem Unternehmen ist. Sie verwenden Daten, um jemanden zu befördern und dann entsprechend abzurechnen, aber die Kerntätigkeit ist natürlich das nicht. Die Kerntätigkeit liegt bei Ärzten, die müssen einen Datenschutzbeauftragten, Spitäler natürlich, oder sonstige Einrichtungen, die halt mit solchen Daten verarbeiten, oder wenn ich Profiling betreibe, im ganz großen Stil für den anderen, nicht für meine Mitarbeiter, wenn ich da schaue, wo bewegen sie die gerade, das ist nicht Profiling im Sinne von Datenschutz. Beauftragten relevantes Profiling. Und das, was ich da gesagt habe, wie gesagt, das läuft zusammen im sogenannten Datenverarbeitungsverzeichnis. Und dieses Datenverarbeitungsverzeichnis, das steht an ganz zentraler Stelle bei dem sogenannten, beim sogenannten Datenschutzkomplettpaket, das Sie von Ihrer Fachgruppe in elektronischer Form beziehen können. Das Datenschutzkomplettpaket ist einfach sind Dokumente, und zwar sind es in Wahrheit 5, in Wahrheit sind es 6, weil da AB steht, sind 6 Dokumentenblöcke, die einerseits für Sie als Nachschlagewerk dienen, da brauchen Sie gar nichts tun, und auf der anderen Seite müssen Sie ein bisschen was, Sie kriegen ja natürlich die Folien, und auf der anderen Seite müssen Sie ein bisschen was tun, nämlich das sogenannte Verarbeitungsverzeichnis auf Ihren Betrieb anpassen. Sie kriegen da ein Muster, das schauen wir uns nachher an, als Beispiel einer Verarbeitung. Und das müssen Sie einfach ein bisschen durcharbeiten. Und zwar ist das Verarbeitungsverzeichnis, schaut so aus, bevor ich Ihnen ganz konkret das zeige, dass nämlich den abstrakten Rahmen ansehen, weil ich sage Ihnen nachher nur eine Verarbeitung. Sie müssen hergehen im Unternehmen und müssen Ihr Unternehmen so quasi datenschutzrechtlich analysieren, was mache ich an Datenverarbeitungen. Ich habe Mitarbeiterdaten, Personalverwaltung nenne ich das, ich habe Kundendaten, ich habe bei Ihnen zum Beispiel Sondertransport, Schul- und Kindergartenkinder, ich habe Sondertransport, Krankentransporte, ich habe eine Website, ich habe vielleicht Benutzerkennwörter, die ich speichere, auch Benutzerkennwörter sind ja personenbezogene Daten, und ich habe Zutrittskontrollsysteme, vielleicht sogar mit biometrischen Daten. Das sind so die wesentlichen Kategorien, wie man Ihr Unternehmen einteilt. Genauso haben wir es eingeteilt in dem Paket. Und dann mache ich zu jeder Verarbeitungskategorie mache ich eigentlich genau das, was ich da gemacht habe. Ich schreibe in das Verarbeitungsverzeichnis hinein, Personalverwaltung, was ist der Zweck? Dann beschreibe ich in einem Satz, was ist der Zweck der Verarbeitung Personalverwaltung. Da ist zum Beispiel auch noch die Bewerberverwaltung drinnen. Um Mitarbeiterdaten abzurechnen oder Leistungen für Mitarbeiter abzurechnen, über die Gebietskrankenkasse, Finanz und was auch immer abzurechnen. Was ist der Rechtmäßigkeitsgrund? Ein Vertrag oder eine Einwilligung oder ein berechtigtes Interesse? Das ist in dem Verzeichnis schon vorangekreuzt. Wer stellt oder wer kümmert sich um die betroffenen Rechte? Das steht gleich auf der Einleitung im Verarbeitungsverzeichnis. Also wer ist bei Ihnen im Unternehmen für die Einhaltung des Datenschutzrechts und für die sogenannten betroffenen Rechte, wie zuerst gesagt, Auskunftsrecht? Wer ist dafür verantwortlich oder Meldepflicht an die Datenschutzbehörde, wenn es ein Problem gibt? Wer kümmert sich darum? Wenn niemand dort steht, dann ist der Unternehmensinhaber, also der Chef, der Geschäftsführer oder der Inhaber. Habe ich einen Dienstleister, einen Auftragsverarbeiter? Wenn ja, habe ich einen schriftlichen Vertrag dazu. Habe ich so Datenschutzfolgenabschätzungspflichtige Verarbeitungen? Das steht auch drin im Verarbeitungsverzeichnis. Nein, haben Sie nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wo Sie, es sei denn, Sie haben eine ganz besondere Tätigkeitsstrategie, da müssen Sie sich ein bisschen anpassen. Aber so, was ich so mitgekriegt habe von den Informationen, die mir so zugetragen wurden,
haben sie keine folgenabschätzungspflichtige Maßnahmen. Und was ich machen würde, ist, man schreibt es trotzdem hinein, aber wenn man es nicht hat, einfach um zu dokumentieren, ich habe mir drüber den Kopf zerbrochen und wir haben halt das nicht. Weil was sie nämlich machen müssen mit dem Verarbeitungsverzeichnis ist, auf Anfrage der Behörde vorlegen. Und das kann schon mal passieren, dass die Behörde sagt, schicken Sie mir das Verarbeitungsverzeichnis. Und da muss man was Vernünftiges vorlegen. Und da möchte ich der Behörde ein Dokument vorlegen, das möglichst umfassend ist, weil die Behörde macht ja ein Bild über die Datenverarbeitung in ihrem Unternehmen und das soll ein vernünftiges Bild darstellen und das soll irgendwie strukturiert sein. Und dann steht auch noch dabei, brauchen Sie einen Datenschutzbeauftragten? Nein, steht auch gleich auf der Deckseite. Also so müssen Sie jede Verarbeitung durchgehen. Personal, Transport, Kinder, Patiententransport, Kunden, Lieferanten, was auch immer. Und das möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen, wie das im Konkreten jetzt ausschaut. Das Verarbeitungsverzeichnis, da sehen Sie schon, das sind diese fünf, Teile, das war jetzt die Präsentation, Sie kriegen das ganze Paket. Das 1 ist Verarbeitungsverzeichnis, das 0 ist die Anleitung, wie man das Verarbeitungsverzeichnis im Wesentlichen nutzt. Das machen wir jetzt durch, aber für Sie dann zu Hause auch nochmal zum Nachlesen. Das muss man ein bisschen bearbeiten, deswegen ist es auch als Word-Dokument da. Dann gibt es ein PDF, Römisch 2, das ist der Maßnahmenkatalog. So wie Sie zuerst gesagt haben am Anfang, wichtig ist ja, da gehe ich immer so ein bisschen drüber, aber ein ganz zentraler Punkt ist, ich habe Daten und ich muss die Daten sichern. Und das Besondere am Datenschutzrecht ist, aber das war bisher schon so, dass man nimmer nur Daten sichert, indem man in einen Vertrag hineinschreibt, wir halten die Daten geheim, sondern ich muss technische und sogenannte organisatorische Maßnahmen ergreifen. Das ist eben dieser Maßnahmenkatalog, wie ich die Daten sichere. Da steht zum Beispiel drinnen im Maßnahmenkatalog, wir haben ein Passwort, das 8-stellig ist oder 12-stellig ist. Und wer das 12-stellige Passwort nicht eingibt, das ist nämlich auch nicht unwichtig, der kann sich nicht einloggen. Also wer zum Beispiel ein 6-stelliges Passwort anlegen möchte, der kann das Passwort nicht anlegen, sondern es ist technisch vorgegeben, dass das Passwort 12 Stellen haben muss. Oder Sie können es dann eh einrichten, wie Sie wollen. Aber zumindest, es darf technisch nicht möglich sein, dass jemand ein Passwort 1, 2, 3, 4 hat. Also da hört sich irgendwie echt die Verhältnismäßigkeit an. Ob ich jetzt 8 oder 12 habe, ja, da kann man auch schon diskutieren, aber ich meine, 12 sind halt Stand der Technik. Aber 1, 2, 3, 4 oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, das geht überhaupt nicht. Und das muss ich technisch verhindern. Oder ich muss auch ermöglichen, oder ich muss auch vorschreiben, dass ich technisch vorgebe, dass ich halt alle 6 Monate das Passwort ändere. Und wenn ich es nicht ändere, habe ich ein Problem. Oder dass man nicht mit USB-Sticks unterwegs ist, wo personenbezogene Daten drauf sind. Das steht da herinnen. Dann ein zweites PDF gibt es noch, das ist der Leitfaden für Betroffene. Der in Ihrem Unternehmen für den Datenschutz verantwortlich ist, der soll sich diesen Leitfaden einmal durchlesen. Das ist eher ein bisschen was Technisches, das kann man eigentlich in Dienstleister geben, in IT-Dienstleister. Und sagen, lieber IT-Dienstleister, haben wir das eh so umgesetzt, wie das da drinnen vorgegeben ist? Und dann wird er sagen, ja, im Großen und Ganzen ja, die und die eine oder andere Maßnahme nicht, muss ja nicht alles umgesetzt sein, ich muss ja nicht ein ganz strenges Türschloss haben und dann da den Rechner auch noch versperren. Wenn eh nur ich herein kann bei dem Türschloss, brauche ich den Rechner nicht einmal ausdrehen. Also ich muss ja nicht alles doppelt gemoppelt haben, aber ich muss jedenfalls den Zugang kontrollieren. Und wenn ich die Tür nicht zusperre, dann muss ich da ein Passwort haben. Und wenn ich die Tür zusperre vernünftig, brauche ich eigentlich gar kein Passwort haben. Also man muss nicht jede Maßnahme, die da drinnen steht, haben. Der Leitfaden ist, wie gesagt, wie gehe ich um mit dem Auskunftsrecht, wie gehe ich um mit dem Berichtigungsrecht, wie gehe ich um mit dem Löschrecht. Löschen ist auch ein ganz heikles Thema. Wann lösche ich und wie lösche ich vor allem? Was heißt löschen? Also das ist ein wichtiges Dokument, aber auch eher als Nachschlagewerk. Wenn Sie erinnern, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen oft passiert, dass eine Auskunft begehrt wird. Haben Sie von mir Daten? Wenn ja, welche? Wird das selten passieren? Also bei uns in der Kanzlei ist in den letzten 18 Jahren nicht einmal passiert, interessanterweise. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen mehr werden, aufgrund der medialen Präsenz, das kann schon sein. Aber so der Massenansturm wird es auch nicht sein, muss man schon sagen. Da sind eher die Spitäler, Banken ein bisschen gefährdet. Aber trotzdem, kann passieren, wenn sowas angefragt wird, dann schaue ich da einer, wie gehe ich damit um? Und dann schaue ich da in diesem
fünften, das ist ein ZIP-Ordner, da sind Mustervorlagen drinnen. Da ist zum Beispiel eine Vorlage drinnen, wie schaut denn so ein Auskunftsschreiben aus? Da nehme ich das Muster aus, da setze ich nur den Namen hinein, an dem ich das schicke und fertig. Da ist alles drinnen, was Sie brauchen, weil das muss auch eine bestimmte Form haben, dann muss man auch wieder informieren über das Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde, also bei der Datenschutzbehörde. Also es soll eigentlich wirklich mit diesem Paket ziemlich alles abgedeckt sein. Dann gibt es so zwei weitere Words, die Sie bearbeiten müssen, sollten. Das eine ist Datenschutzerklärung für Mitarbeiter. Was Neues in der Datenschutzgrundverordnung ist, dass man alle, von denen man personenbezogene Daten hat, dass man die darüber informiert, was man mit diesen Daten tut. Also nicht so wie das Auskunftsrecht. Beim Auskunftsrecht kommt ja jemand zu mir und sagt, haben Sie Daten von mir? Wenn ja, welche? Beim Informationsrecht muss ich von vornherein die informieren. Jetzt stellt sich die Frage, wie mache ich das? Ich kann in jedem Vorgast gleich einen Zettel in die Hand drucken. Das heißt, ich informiere über die Website und bei denen, mit denen ich in enger Beziehung stehe, zum Beispiel einen Dauerkunden oder eben einen Mitarbeiter, dem würde ich das direkt geben. Dann würde ich einmal mit dem Gehaltszettel, also einen Informationszettel geben, welche Daten von Mitarbeitern zur Erfüllung des Arbeitsvertrags gespeichert werden. Das ist das Muster. Da brauchen Sie nur, deswegen ist es ein Word-Dokument, nur den Namen hineinschreiben des Mitarbeiters und ihn mitgeben und fertig. Weil das ist ja relativ ähnlich bei den Firmen, was für Daten man braucht. Das da ist ein bisschen mehr Arbeit, diese Datenschutzerklärung auf der Website. Da informiere ich zum Beispiel die Fahrgäste, was ich mit deren Daten tue. Oder alle anderen, mit denen ich nicht in dauernder Geschäftsbeziehung steht. Zum Beispiel, wenn ihr Website habt, mit einem Website-Besuch. Ich habe zuerst gesagt am Anfang, auch IP-Adressen sind personenbezogen. Wenn jemand ihre Website besucht und sie setzen Cookies, was die meisten Websites haben, oder sie wenden vielleicht sogar Google Analytics oder so, dann werden ja immer die IP-Adressen gespeichert, um festzustellen, welche Seiten werden besucht, wie lang und welche IP-Adresse vor allem besucht, um dann vielleicht irgendwelche Werbemaßnahmen einzublenden. Damit verarbeiten Sie aber personenbezogene Daten und ich muss den, der meine Website besucht, informieren, was ich mit diesen Daten tue. Und auch das mache ich mit dieser Datenschutzerklärung auf der Website. Also das ist, eigentlich ist diese Datenschutzerklärung auf der Website spiegelt in gewisser Weise das Verarbeitungsverzeichnis wider. Das, was Sie da drinnen haben an Verarbeitungstätigkeiten, sehr ausführlich beschrieben, geben Sie in einer Leichtversion so quasi auf der Website zur Information an alle, von denen Sie Daten haben, wieder. Also an allen Fahrgast, an jeden Vorgast, an alle, mit denen Sie oder von denen Sie Daten haben, mit Ausnahme vom Mitarbeiter, bei dem würde es direkt geben zum Beispiel. Ja, und jetzt zum Verarbeitungsverzeichnis. Das Verarbeitungsverzeichnis schaut so aus. Ja, bitte. Wenn ich einen Busplan erstelle, wo ich aufschreibe, welche Kinder drinnen sitzen, ja, darf ich dann den Namen raufschreiben? Darf ich diese Liste anderen Eltern geben, wo dann jetzt eigentlich der Name von Kind A oben und steht? Und wieso möchten Sie das anderen Eltern zum Beispiel geben? Damit Sie wissen, wann der Bus fährt. Sonst müsste ich jedem Kind oder jeden Eltern einen eigenen Zettel geben und sagen, deine Abfahrt ist 47, ja, deine ist 67. Ja, aber kann ich nicht sagen, bei der Haltestelle XY ist die Abfahrt um so und so viel, welche Kinder auch immer da kommen. Oder müssen Sie natürlich die Kinder überprüfen, gell? Ich habe es personenbezogen erfasst. Ich habe sowieso kritisch meine eigene Anwendung. Das heißt, ich habe sowieso im Internet die Anwendung. Ich habe sie noch nie zur Verfügung gestellt für Eltern, weil genau aus diesem Grund jetzt. Ja, also ich würde es immer so machen. Wenn Sie ein berechtigtes Interesse haben, dass Sie diese Daten beim anderen zur Verfügung stellen. Wenn es da wirklich ein berechtigtes Interesse gibt, also nicht nur subjektiv, was einfach ist, sondern wenn Sie für sich selber sagen können, ja, das ist wirklich ein Grund, warum ich das den Eltern zur Verfügung stelle, dann passt das. Steht da im Datenschutz, in der Datenschutzgrundverordnung steht eben als Rechtmäßigkeitsgrund drinnen die Einwilligung, es steht da drinnen ein Vertrag, also wenn ich die Einwilligung der Eltern habe, dann passt sowieso. Oder ein Vertrag, wo das drinnen steht, oder es steht auch drinnen ein berechtigtes Interesse von mir, dass ich Daten verarbeite, da brauche ich gar keine Einwilligung, oder eines Dritten. Also wenn Sie Daten am anderen weitergeben und Sie haben ein berechtigtes Interesse daran oder der andere hat ein berechtigtes Interesse, dann dürfen Sie es. Aber das muss jetzt wirklich ein objektivierbares Interesse sein. Ich erkenne es jetzt noch nicht genau, aber vielleicht fällt mir da der fachliche oder Sachzusammenhang. Ich möchte die Liste einmal machen. A, habe ich alle drauf? B, gibt es den Kindergarten der Begleitperson mit? Und kann sagen, das ist die Liste
Und also zumindest im Aushang hänge ich sie auf, in der Schule zum Schulbeginn, das ist der Fahrplan für die kommende Woche. Und dann hänge ich eine Liste auf mit 60 Kindern oben, mit Namen oben. Also da ist die Zwecksmäßigkeit vielleicht noch gegeben, ja, weil irgendwo muss es ja finden. Ja, aber andere Eltern müssen nicht wissen, wer nur im Bus drin sitzt, oder schon? In dem Fall kriegen sie mit, weil wenn eine Liste aufhängt, diese Kinder fahren, weiß nicht, der Maxi fährt um 7.16 von der Haltestelle 1, der Pauli fährt um 7.18 Haltestelle 2, muss ich irgendwo veröffentlichen, weil sonst müssen eigentlich die ganzen Eltern bei mir anrufen, von der Schule anrufen und sagen, wann fährt mein Kind? Ich weiß nicht, wie es die anderen Kollegen machen. Wir hängen die Listen in der Schule auf am Schulbeginn. Also ich würde es nicht. Ich würde mir da irgendwie eine Einwilligung holen. Es sei denn, es gibt nur einen triftigeren Grund. Mhm. Bitte? Es war immer unverständlich, dass die Vorlisten von den Kindern ausgehängt worden sind. Das ist, du bist auch nicht gefragt worden, ob es die Rechte so ein Schulbeginn ist. Ja, wenn es die Schule aushängt, ist mir das wurscht. Dann soll sich die Schule in den Kopf zerbrechen, um es so zu sagen. Nein, aber das war aber immer ich würde es nicht aktiv tun. Das ist genauso wie, wenn der Arzt einschreibt, was für Diagnose da ist, dann ist das sein Problem. Wenn ich die Daten kriege, dann soll es so sein. Aber ich würde es nicht von mir aus veröffentlichen. Genauso wie es früher Usus war, vor der Klasse aufhängen, welche Noten wer bei der Schularbeit gekriegt hat, das geht halt nicht mehr. Aber es ist aber eh nicht gegangen. Aber na, vielleicht vor 2000 ist schon gegangen, möglicherweise. Aber man muss schon aufpassen, es hat nicht jeder das Interesse oder das Recht zu wissen, ob die Daten oder wer da wirklich nur mitfährt. Das ist zum Beispiel, kommt nachher, wer es eh noch kommen, aber weil es ganz gut dazu passt. Auch dieses Formular, das Sie ausfüllen, dieses Beihilfe 89 Formular, da haben wir heute gedacht, es gibt ja eine ganz neue Version, 3.5.2018. Ich habe mir aber am Freitag schon vorbereitet und habe die Version nicht gekannt und habe mir dann was zusammengeschrieben und heute habe ich dann dieses Formular gekriegt und das hat mich eigentlich beruhigt, weil ich habe genau das eingeschrieben, was eh da unten schon steht, die Eltern müssen einwilligen, dass dieses Formular von denen unterzeichnet an das Beförderungsunternehmen weitergegeben wird. Oder an die Schule. Das, und ich habe es heute ein bisschen anders formuliert, ein bisschen anders beschrieben, aber in Wahrheit geht es darum, die Eltern müssen einwilligen. Und nicht, ich kann nicht einfach Daten weitergeben. Und das steht aber jetzt drauf. Mit Unterfertigung dieses Dokuments, insofern sind Sie auf der sicheren Seite jetzt, mit Unterfertigung, ich nehme zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass die Daten aus dieser Erklärung elektronisch erfasst und nur für Zwecke der Schulfreifahrt, wieder zu Zwecke der Schulfreifahrt, zu sonst nichts, von den Beteiligten, Klammer auf Beförderer, Schule oder Kundenteam verwendet werden können. Also das ist ein geniales Dokument. Und wer das nicht unterschreibt, der verliert halt die Schulfreifahrt oder muss sich selber darum kümmern. Kann ich auch sagen. Ich kann ja sagen, ich reiche das Formular selber ein. Ich weiß nicht, ob das geht, wahrscheinlich geht es schon. Kann, bitte? Wieso nicht? Wo steht das? Ja, aber wo steht das? Ich unterschreibe als Elternteil und reiche es beim Finanzamt ein. Das ist vertraglicher Usus halt mit dem Finanzamt. Ja. Aber es steht nirgends drauf da. Nein, drauf steht jetzt nirgends. Weil ich habe mir nämlich für mich selber gedacht, das ist ja ein nettes Service der Beförderer, dass die Beförderer das einsammeln beim Finanzamt einreichen. Eigentlich soll sich jeder selber darum kümmern. Bitte? Aber passt eh, es ist eh geregelt. Jetzt ist es geregelt. Vorher bin ich mir nicht so sicher, dass das so ohne weiteres zulässig war. Also jetzt passt es ja, weil diese Einverständniserklärung da ist. Und wer es nicht unterschreibt, verliert den Anspruch. Ja, es hat ja jeder das Recht, auf die Freifahrt zu verzichten. Ich kann als Eltern sagen, ich bringe mein Kind selber hin. Ich will nicht, dass er da irgendwie aufscheint. Ist ja nicht verboten. So, zum Verarbeitungs... Darf ich nochmal auf die Listen zurückkommen vom Schulanfang? Ich habe ein berechtigtes Interesse, wenn ich die Liste an den Kindergarten weitergebe, oder? Die Kindergartentanten müssen ja wissen, wen sie mir zum Bus bringen. Aber ich habe natürlich kein Interesse, dass die Eltern erfahren, welche Kinder drin sitzen. Ja, genau. Das wäre für mich zum Beispiel ein Zugang. Wenn es dann die Kindergartentante aufhängt, dann ist das ihr Problem. Genau, ich bin ja aufsichtspflichtig. Ja. Genau. Das wäre zum Beispiel ein berechtigtes Interesse, zum Beispiel die Sicherheit der Kinder. Vom Schulweg zur, also vom Kindergarten zur, und auch in der Schule natürlich, ja. bei den Volksschülern. Aber ein berechtigtes Interesse ist halt nicht, und das hat die Datenschutzbehörde schon oft gesagt, nur
ein finanzieller Aspekt, weil es einfacher geht. Irgendwann schon natürlich. Irgendwann hat die Datenschutzbehörde, es geht schon um die Verhältnismäßigkeit. Ich kann nicht für etwas einen enormen Aufwand betreiben, wirtschaftlich und auch technisch, nur um vielleicht bei normalen Daten, also bei Gesundheitsdaten gibt es die Ausrede auch nicht, aber bei Vorname, Nachname, weil das sind ja die geringsten personenbezogenen Daten, die es gibt, da kann man ja nicht wirklich viel ableiten, während bei Gesundheitsdaten natürlich schon. Also irgendwo hört sich das natürlich schon auf, dass man sagt, nein, nein, den Aufwand muss man schon noch akzeptieren. Aber der Grundsatz ist schon, nur weil etwas einfach ist oder einfacher ist, ist das berechtigte Interesse nicht gegeben. Das mag zwar subjektives berechtigtes Interesse sein, aber das ist nicht objektivierbar. Das heißt, eigentlich darf ich nur jene Daten erfassen oder mit Daten arbeiten, von denen ich jetzt diese Zustimmungserklärung bekommen habe, unterschrieben habe. Wenn im Regelfall ist, wir kriegen von der Schule eine Liste von, weiß nicht, 100 Schülern, die schauen wir das erste Mal und dann kommen wir drauf, 60 oder 70 dürfen wir eigentlich mit dem Schulbus fahren. Das heißt, die verarbeite ich einmal als erstes und wenn ich den ersten Planentwurf habe, kommen die ersten 5 oder 6 drauf, der Bus passt für ihnen nicht, deswegen fahren sie gar nicht. Und dann gebe ich. Ja, aber Sie kriegen das von der Schule. Sie kriegen das von der Schule. Wird wahrscheinlich, aber. Also, ich habe eher die Sorge, das haben wir neulich einmal diskutiert, ob die Schulen nur so freizügig sind, die Listen herauszugeben. Und ich hätte da ein Dokument dabei, auch zur Vorlage an Schulleiter und Kindergartenleiter, um denen so quasi zu sagen: Naja, ihr könnt uns schon die Liste herausgeben, damit wir planen können, welche Kinder die Freifahrt in Anspruch nehmen können oder nicht, weil es ist ja nicht so, dass das ein besonderes Recht ist, das man einräumt, sondern man ist ja verpflichtet, das Freifahrt einzuräumen. Also die Eltern haben ja schon einen Anspruch drauf, die Freifahrt in Anspruch zu nehmen oder natürlich auch zu verzichten. Naja, aber ich kann darauf verzichten, klar. Ja, ey. Aber ich habe schon, wenn ich das ausfülle, ordnungsgemäß, habe ich das Recht, dass ich Schule frei fahre. Ne, wie soll es denn sonst gehen? Du darfst du nicht, du schon. Na, geh. Okay. Na, wirklich nicht. Na, die Sachleistung an sich, Herr Dr. Burgstaller, das stimmt schon, ist kein Grundrecht. Also ich sage, ich habe Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe, das ja, aber nicht auf die konkrete Durchführung. Ja, aber ich kann nicht sagen, na, das wird nicht funktionieren, nicht. Das stimmt. Also es muss schon irgendwie willkürlich machen. Aber. Genau, es muss schon irgendwie objektivierbar sein. Und das muss ich ja umsetzen. Da habe ich ja nicht nur ein berechtigtes Interesse, sondern das liegt wahrscheinlich sogar im öffentlichen Interesse. So hätte man das ein Dokument dargelegt, um auch nämlich den Schulleitern und den Kindergartenleitern eben etwas denen in die Hand zu geben, nicht, dass die keine Listen mehr rausgeben, weil sie können so nicht planen. Das ist ja auch nicht unproblematisch. Aber da ist ein Dokument dabei. Jetzt gehe ich nur ganz kurz da durch, dass wir das Verarbeitungsverzeichnis machen. Also das Verarbeitungsverzeichnis startet mit einem Deckblatt, das ist vorausgefüllt, da müssen Sie nur Ihren Firmennamen hineingeben. Und dann steht schon da, Angaben zum Datenschutzbeauftragten haben wir nicht, weil es nicht vorliegt, weil die Voraussetzungen für den Datenschutzbeauftragten nicht vorliegen. Angaben zum internen Datenschutzkoordinator können Sie hineinschreiben, wer halt intern, oder wie auch immer man den bezeichnet, können Sie hineinschreiben, wenn Sie glauben, da gibt es einen in der Firma, wenn Sie niemanden hineinschreiben, ist halt immer der Unternehmer selber, der Unternehmensinhaber oder der Geschäftsführer dafür verantwortlich. Und es macht schon Sinn, ab einer gewissen Größe, dass man da schon einen Namen aufmacht. Das muss ich echt dringend empfehlen, nämlich der ist ja auch um das Auskunftsrecht, das ist nicht ohne. Man hat zwar 4 Wochen Zeit, das Auskunftsrecht zu erfüllen, aber 4 Wochen war Ferien, Urlaub, Krankenstände und das liegt und die Auskunft begehren, das kann ich jetzt schon sagen, das sind die ein Problem bereiten. Es bereiten 99% kein Problem und die 1%, die ein Problem bereiten, die fangen immer mit dem Auskunftsrecht an. Welche Daten haben Sie? Haben Sie Daten von mir? Wenn ja, welche? Was ist der Zweck? Wo sind die Daten? Sind die irgendwo in einer Cloud ausgelagert oder sonst wo? Daher würde ich mir, da würde ich einen einziehen. Dann geht es schon weiter zur zweiten Seite. Das ist eigentlich nur eine Begriffsbestimmung, weil das sind so Begriffe, die immer wieder mal im Verarbeitungsverzeichnis vorkommen, braucht Sie nicht näher interessieren, aber zum Nachlesen. Und dann kommen Sie zum Inhaltsverzeichnis. Und das Inhaltsverzeichnis
besteht in dem Fall eben aus diesen Verarbeitungskategorien. Kundenlieferanten, Personalverwaltung, Kundenlieferanten, Betreuung und Marketing. Also das obere ist eher die Buchhaltung, das untere ist dann eher Marketing. Dann Sondertransport Schüler, Sondertransport Patientenbeförderung, Videoüberwachung, Zugriffsverwaltung für EDV-Systeme, also Benutzerkennzeichen, Zutrittskontrollsysteme, generelle Zutrittskontrollsysteme oder Zutrittskontrolle mit biometrischen Daten, weil biometrische Daten sind sensible Daten, da muss man eigenes Verzeichnis führen und Website, Cookies, Webanalysedienste. Dieses Inhaltsverzeichnis, hinter jedem dieser Kategorien steckt, wie ich zuerst gesagt habe, Zweck, Rechtmäßigkeit, also diese Abhandlung. Und Sie löschen einfach diese Inhalte, diese Kategorien heraus, die für Sie nicht relevant sind. Wenn Sie keine Website haben, können Sie das wegtun. Wenn Sie kein Zutrittskontrollsystem mit biometrischen Daten haben, können Sie das löschen. Ich würde es zwar nicht löschen, ich würde mir das als Muster abspeichern und würde dann für Sie ein aktuelles anlegen auf Basis dieses Musters, weil irgendwann kommt das einmal und dann werden Sie es einbauen müssen und dann haben Sie halt eine Vorlage. Und dann gehen Sie her, ich bin eh gleich bei Ihnen, und sagen zum Beispiel bei der Personalverwaltung, kenne ich bei dem Ding nicht aus, Steuerung, genau, dann hupfe ich zum Beispiel da jetzt auf Personalverwaltung, aber jetzt gibt es eine Frage von Ihnen zuerst. Ja, was ist, wenn ich Teile fremdvergeben habe an andere Firmen, gerade was Marketing, Werbung angeht? Na, dann ist die Firma entweder ein Auftragsverarbeiter, da sind ja auch Sie verantwortlich dafür, im Wesentlichen, gerade so, wenn es um Werbung geht, ja, dann sind gerade Sie auch, was personenbezogene Daten sind, weil ich weiß doch nicht, wenn ich eine andere Werbeagentur beauftrage, dass die für mich Werbung online stellt, aufgrund meiner Webseitenbasis, ja, weiß ich ja nicht, welche Daten sie erfasst, aufgrund dessen sie die Werbung schaltet. Ich habe zwar eine bestimmte Absicht, ich möchte jetzt am Abend die Partygäste ansprechen, damit die alle mit mir nach Hause fahren, oder ich möchte Krankentransporte bewerben, aber ich weiß ja nicht, wie das die Firma macht, wenn sie dann Google nutzt oder irgendwelche Analysemodule. Nein, aber das muss die Firma, Sie müssen mit der Firma einen schriftlichen Auftragsverarbeitervertrag schließen, der ist in diesem Block 5, bei den Mustervorlagen ist so ein schriftlicher Auftragsverarbeitervertrag drinnen, Sie müssen so einen Auftragsverarbeiter schließen und da muss sie, der Dienstleister von Ihnen, der Auftragsverarbeiter ist, muss sie dazu verpflichten, dass er die Datenschutzgrundverordnung einhält und dass er nur das macht, wozu er von Ihnen den Auftrag hat und ja nichts anderes macht. Und ob er, welche Tools er dann einbaut, das ist nicht Ihr Problem. Er hat sicherzustellen, dass die Datenschutzgrundverordnung einhält und er darf ja nicht anfangen, die Daten zu anderen Zwecken zu verwenden. Und wenn er es verwendet zu anderen Zwecken, dann möchte ich gern den Vertrag haben, wo das eben ausgeschlossen ist, weil dann ist ja er unter Anführungszeichen, man könnte sagen, ein Betrüger. Zum Beispiel, wenn Facebook-Daten an irgendwen weitergibt, an Cambridge Analytica, da gibt es ja keine Zustimmung dafür. Da hat ja die Firma Facebook oder wer auch immer die Daten abgesagt hat, die haben ja ein Problem. Aber ich möchte schon als Verantwortlicher aus der Haftung sein, dass wenn ich einen Dienstleister beiziehe, das ist natürlich erlaubt, aber ich habe mit dem diesen schriftlichen Vertrag, diesen schriftlichen Auftragsverarbeitervertrag, wo klipp und klar drinnen steht, dass er die Datenschutzgrundverordnung einhält, dass er die technischen Maßnahmen ergreift, dass er die Daten nicht an Dritte weitergibt, auch nicht an Google Analytics weitergibt oder eben nur in anonymisierter Form weitergibt, das kann er ja machen, dass er die Daten nicht in die Cloud in Indonesien legt, es sei denn, er hat eine schriftliche Genehmigung der Datenschutzbehörde, das muss ich schon zusichern. Also ich bin verantwortlich, dass die Daten datenschutzkonform verarbeitet werden. Und darum muss man schon schauen beim Dienstleister, meine, das ist auch ein genereller Hinweis, schauen Sie, dass Ihre Dienstleister in Europa sitzen. Also irgendwelche Dienstleister aus Asien, ausgenommen ist Neuseeland, die haben ein relativ strenges Datenschutzrecht, also das sind sogenannte sichere, datenschutzrechtlich sichere Drittstaaten, aber ein Dienstleister aus China, Russland, Indien, Japan, Korea, das sind alles Dienstleister, die nicht unserem Datenschutzrecht oder Datenschutzgrundverordnung entsprechend arbeiten. Und wenn ich so einen beiziehe, dann brauche ich einen schriftlichen Vertrag und den muss ich von der Datenschutzbehörde genehmigen lassen. Auch jetzt schon und in Zukunft auch. Darum schauen Sie, dass Sie in Europa bleiben. Nutzen Sie Cloud-Dienste aus Europa, ohne jetzt Werbung zu machen. Aber das würde ich so machen.
Okay, zum Beispiel Personalverwaltung, weil ich das zuerst so oft angeredet habe. Personalverwaltung und Bewerbermanagement, ich schreibe hinein, was ist der Zweck, was ist die Rechtsgrundlage, wir haben eine Einwilligung, wir haben einen Vertrag, man hat mehrere Rechtsgrundlagen. Man hat ein berechtigtes Interesse, ich habe sogar eine gesetzliche Verpflichtung, eine rechtliche Verpflichtung, dass ich bestimmte Daten der Mitarbeiter speichere. Ich speichere sogar besondere Kategorien von Daten, nämlich Gesundheitsdaten, weil ich auch verpflichtet bin, erforderlich aus dem Arbeits- und Sozialrecht zum Beispiel. Oder weil natürlich auch der Mitarbeiter ausdrücklich einwilligt. Der weiß natürlich auch, dass ich personenbezogene Daten, nämlich sensible Daten von ihm, verarbeite, um zum Beispiel Krankenstände abzurechnen. Also das ist eigentlich alles vorausgefüllt. Bei jeder Kategorie ist das so. Dann habe ich vielleicht auch strafrechtsrelevante Daten, weil ich ein berechtigtes Interesse habe. Ich möchte wissen, ob jemand Vorstrafen hat. Könnte sein bei Ihnen, wenn Sie sagen, nein, das spielt bei mir keine Rolle, löschen Sie es. Also das ist eine Vorgabe, wo man so quasi versucht, alles abzubilden, wenn Sie sagen, das trifft auf mich gar nicht zu, löschen, weg damit. Muss auch nicht drinnen stehen, wenn Sie es nicht tun. Dann gibt es bestimmte Löschfristen. Bei den Löschfristen muss man aufpassen, dass man da nicht zu konkret wird, weil dieses Verarbeitungsverzeichnis, das werden Sie in Ihrem unternehmerischen Leben, außer Sie wechseln den Job einmal, aber an und für sich als Unternehmer macht man das genau einmal. Und das wird kaum mehr verändert. Es sei denn, es kommt eine neue Verarbeitung hinzu. Zum Beispiel, wie ich zuerst gesagt habe, ich baue jetzt so eine biometrische Zugangskontrolle ein. Das wäre was Neues. Deswegen würde ich es nicht gleich löschen. Sondern Sie machen das Verarbeitungsverzeichnis einmal, füllen das Word-Dokument, lesen Sie das durch, geben Sie das ein oder andere weg oder kreuzeln Sie das ein oder andere noch an, wobei das meiste eh schon angekreuzelt ist. Und dann wird das abgespeichert unter Verarbeitungsverzeichnis Mai 2018. Und nächstes Jahr im Mai speichern Sie es ab unter Mai 2019, um eine Versionierung zu haben, ob Sie was ändern oder nicht. Einfach um der Behörde zu zeigen, weil die, wie gesagt, kann zugreifen drauf oder hat das Recht darauf zuzugreifen. Ich möchte der Behörde zeigen, ich habe angefangen im Mai, wie es losgegangen ist 2018 und jedes Jahr habe ich mir das neu angeschaut und wenn nichts verändert wurde, habe ich es trotzdem abgespeichert. Und wenn was verändert wird, dann klar, dann verändert man das natürlich. Und bei den Löschfristen, wie gesagt, muss man aufpassen, dass man nicht zu konkret wird, weil die Löschfristen ändern sich. Und ich würde kaum Paragraphen hineinschreiben, weil gerade Paragraphen ändern sich. Und ich würde schauen, dieses Verarbeitungsverzeichnis so möglichst wartungsfrei zu halten, wie es nur irgendwie geht. Und da schreibe ich ganz allgemein so Sachen hin. Insbesondere steht da immer oben, siehe Anhang. Am Ende des Datenverarbeitungsverzeichnisses gibt es zwei Anhänge. Ein Anhang ist mit Löschfristen von der Wirtschaftskammer ausgearbeitet. Da gibt es 70 oder 80 gesetzliche Normen über Löschfristen, warum ich mir Daten zu bestimmten Zwecken aufhebe, von der Bundesabgabenordnung über das Arbeitsrecht, über das Zivilrecht, über branchenspezifische Vorgaben. Also das ist eine ganz umfassende Liste, daher gibt man es in den Anhang hinein und wenn ich was ändere, dann ändert ich den Anhang. Und der zweite Anhang, also das ist eigentlich der zweite, der erste Anhang sind die sogenannten Übermittlungsempfänge. Ich muss nämlich auch bekannt geben, wohin übermittle ich denn die Daten, da komme ich gleich dazu. Da muss ich bekannt geben, übermittle ich Daten an ein Drittland, also außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums. Und da habe ich jetzt einmal angekreuzelt, nein. Und ich kann nur dringend sagen, tun Sie es nicht. Wenn Sie da ja angreizeln, dann entsteht ein Rattenschwanz für Sie, weil dann müssen Sie hergehen und müssen Sie der Datenschutzbehörde mitteilen, eben wie ich zuerst schon gesagt habe. Warum lagern Sie die Daten aus? Was sind die technischen Sicherheitsmaßnahmen bei dem Provider in Indonesien? Wie stellen Sie das sicher, dass der das wirklich tut? Nicht nur im Vertrag. Fahren Sie da hinüber und besuchen oder so. Daher, das würde ich unbedingt machen. Dann, ja. Daten in der Cloud, WhatsApp wäre ja eigentlich, also ich habe Microsoft Office 365, ja. Daten sind teils bei mir am Server oder großteils bei mir am Server. Ja. Meine Mails sind wahrscheinlich irgendwo in Amerika, vielleicht ja. Schon in Europa. Ja. Wäre eigentlich ja. WhatsApp, Kommunikationsmittel? Nein, ich würde sagen, bei WhatsApp ja, weil die Firma WhatsApp ja direkt in Amerika sitzt. Und in Amerika gibt es die Besonderheit mit diesem Safe Harbor, also mit dem EU Privacy Shield, hast du jetzt früher Safe Harbor geheißen. Und da verpflichten sich amerikanische Unternehmen in einem Vertrag, in Form eines Vertrages, dass sie, obwohl es in Amerika kein
ähnliches Datenschutzrecht haben wie in Europa oder in Österreich, aber die Unternehmen verpflichten sich, diese Datenschutzgrundsätze der Europäischen Union einzuhalten. Und da haben sie zum Beispiel Microsoft, Google, Facebook, alle registriert, nur WhatsApp nicht. Also WhatsApp ist denen irgendwie alles ziemlich wurscht. Insofern, WhatsApp ist heikel, weil da muss ich schon Ja ankreuzeln. Bei Microsoft Cloud 365 Office kann ich ankreuzeln Nein, weil die Firma Microsoft in Irland ja eine Niederlassung hat und daher grundsätzlich einmal in Europa sind, auch wenn der amerikanische Mutterkonzern natürlich Zugriff auf die Daten hat. Aber da gibt es eh das Privacy Shield und daher sagt man bei solchen oder IBM oder Amazon Cloud oder Salesforce ist auch gern genutzt. Das sind alles Unternehmen, da hätte ich keine Sorge. Weil, wie gesagt, einerseits sitzen sie in Europa, auch wenn die Mutter in Amerika sitzt und was schon nur viel wichtiger ist, das sind so Unternehmen, die sind zertifiziert. Insbesondere 27001 ISO zertifiziert, die haben ein Informationssicherheitssystem. Und wer so ein Informationssicherheitsmanagementsystem hat, der garantiert, dass er Informationssicherheit aktiv managt. Und das Informationssicherheit hängt da ein bisschen an der Datensicherheit dran. Also insofern hätte ich bei der Microsoft nicht so ein Problem, bei WhatsApp schon. Ja? Frage. WhatsApp, ich versende immer wieder, wenn sich der Dienst anders einteilt als Dienstplan, was im Dienstplan steht, dürfte ich nicht mehr WhatsApp verwenden. Bei WhatsApp ist halt so ein Sonderfall. WhatsApp ist aus mehrerer Sicht rechtswidrig, das muss man sagen. Einerseits datenschutzrechtswidrig und auf der anderen Seite, und das trifft auf Ihre Frage jetzt zu, WhatsApp schreibt in ihren Nutzungsbedingungen ausdrücklich hinein, dass man WhatsApp nur zu privaten Zwecken verwenden darf. Und der private Zweck ist echt sehr eng. Also der private Zweck ist nicht, private Zweck hört dort auf, wo der kommerzielle beginnt, sondern privat, dann gibt es einen geschäftlichen Zweck und dann kommt erst der kommerzielle Zweck. Also der private Zweck endet dort, wo er die Familie und den engsten Familienkreis oder Freundeskreis verlässt. Und wenn Sie zum Beispiel in der Firma Pläne austauschen, da sind wir jedenfalls im kommerziellen sowieso, aber auch Schulen. Wenn Lehrer mit Schülern eine WhatsApp-Gruppe bilden, was ja immer wieder der Fall ist, um weiß nicht, Prüfungsstoff auszutauschen, das ist nicht privat. Das mag zwar nicht kommerziell sein, aber privat ist es auch nicht. Also Sie verletzen damit das Lizenzrecht. Und Lizenzrechtsverletzungen sind insofern heikel, weil sie natürlich dem amerikanischen Recht unterliegen, der amerikanischen Gerichtsbarkeit unterliegen. Also wenn WhatsApp möchte, könnten solche Prozesse in Amerika angestrengt werden. Wird aber nicht, weil sie WhatsApp wahrscheinlich das Geschäftsmodell nicht selber beschädigen würde. Abgesehen davon bieten sie jetzt eine kommerzielle Version an, zumindest auf Android. Und die iOS-Produkte werden nachgezogen. Und das Ziel von WhatsApp, zuerst ein paar Jahre gratis ausrollen, so quasi ein paar hundert Millionen Menschen einfangen und dann machen wir eine nette kommerzielle Version draus. Auch wenn es billig ist für sich, für einen Einzelplatz, aber es macht schon eine Summe aus. Und was ich machen würde an Ihrer Stelle ist, ich würde mir jetzt nicht großartig den Kopf zerbrechen drüber, obwohl es rechtswidrig ist, möchte ich nicht verharmlosen, aber macht halt jeder. Aber ich würde diese kommerzielle Version, die würde ich mir aneignen, weil dann habe ich zumindest das lizenzrechtliche Problem erledigt. Dann verletze ich zwar noch das Datenschutzrecht, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Also ich verwende nicht WhatsApp, aber ich nehme ab und zu das Handy von meiner Frau, die hat WhatsApp, weil es praktisch ist. Aber ich habe es nicht installiert. Da ist nur ein wichtiger Punkt, das habe ich zuerst erwähnt, man muss ja bei bestimmten Datenanwendungen nicht nur das im Verarbeitungsverzeichnis aufnehmen, sondern ich muss der Datenschutzbehörde das mitteilen, muss das Risiko der Verarbeitung mitteilen. Zum Beispiel die Videoüberwachung. Wir schneiden das aus, hätte ich gesagt. Die iOS wird ja aufgenommen. Da muss ich das Risiko abschätzen, was mit dieser Datenverarbeitung passiert. Also gerade bei der Videoüberwachung war das ein Thema, aber
wie ich am Anfang schon gesagt habe, Videoüberwachung ist jetzt wirklich erleichtert. Ich kann Videoüberwachung zum Eigentumsschutz, zu privaten, also nicht zu privaten, sondern zu Dokumentationszwecken. Und damit fällt bei allen Anwendungen dieser Kategorie, fällt diese Datenschutzfolgenabschätzung heraus. Und da ist, wenn Sie sich das durchlesen werden, vielleicht wird es ja wer durchlesen, da steht dann immer so ein Kürzel, fast bei jeder dabei, DSFA A02. Das heißt, Datenschutzfolgenabschätzung, Ausnahme 2. Da gibt es 20 Ausnahmen oder 17 Ausnahmen und die Ausnahme 2 betrifft halt zum Beispiel im Personalbereich. Die Verwaltung im Personalbereich, die braucht das der Datenschutzbehörde nicht mitteilen. Bei der Videoüberwachung ist ja ein eigenes Kapitel, da ist dann die DSFA 0, was nicht, 9 und 8 und 7, da gibt es 3 Ausnahmeregeln. Also bei allen Verarbeitungen brauchen Sie keine Folgenabschätzung machen. Da gibt es. Und das AV heißt Ausnahmeverordnung. Also gibt es eine eigene Verordnung in Österreich. Liegt zwar derzeit erst im Entwurf vor, aber die wird in dieser Form schon kommen. Da habe ich wenig Zweifel. Und dann kommt noch was Wichtiges. Das ist dann der erste Anhang. Der zweite Anhang, den ich zuerst erwähnt habe, das waren diese Löschfristen, wo man nachschauen kann. Und der erste Anhang sind diese sogenannten Übermittlungsempfänger. Ich übermittle Arbeitnehmerdaten, nämlich Stammdaten, Lohnzetteldaten, IBAN, Aufzeichnungen über Anwesenheiten, übermittle, habe ich da einen Fehler? Nein, da hat Word einen Fehler. Word-Dokument ist das, also gut bearbeitbar. Und da gibt es einen Übermittlungsempfänger. Und wer die Übermittlungsempfänger sind, da stehen nur mehr die Nummern da. Und beim Anhang 1 steht dann dort, 1 glaube ich ist Finanzamt, 2 sind Sozialversicherungsträger. Und da ist halt dann einfach aufgelistet, wohin werden denn die Daten übermittelt. Also auch um das möglichst im Kern des Verarbeitungsverzeichnisses um möglichst einfach zu halten. Weil wenn ich da alle hinschreiben würde, alle Empfänger, dann wird das ganz, ist eh jetzt schon unübersichtlich, aber dann wird es nur unübersichtlicher. Und dann, als letzten Punkt pro Kategorie, habe ich dann noch sogenannte technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen. Die Datenschutzgrundverordnung sagt, man soll bei jeder Verarbeitung angeben, welche technische Sicherheitsmaßnahmen ergreift man, und zwar nicht konkret, sondern nur die Kategorie der Sicherheitsmaßnahmen, sofern möglich. Und diese Sicherheitsmaßnahmen, die da stehen, die sind in unserem Datenschutzgesetz so ganz einfach dargestellt, in Wahrheit genauso, wie es da stehen. Und jetzt sage ich, wenn es im Gesetz so drinnen steht, na, dann wird es für uns Anwender wohl auch ausreichend sein, dass man so hineinschreibt wie im Gesetz. Und die habe ich auch de facto alle angekreuzelt, weil das jeder hat. Wir haben eine Zugangskontrolle, weil jeder sperrt das Auto zu und jeder sperrt die Tür zu, wenn ich das Büro verlasse. Es spielt keine Rolle in dem Stadion, wie sperre ich denn die Tür zu. Ist das jetzt ein besonderes Schloss, Sicherheitsschloss mit Verriegelung oder was auch immer. Aber ich habe grundsätzlich eine Zugangskontrolle. Ich habe eine Zugriffskontrolle, weil ich immer Passwort habe. Egal, ob ich 1, 2, 3, 4 habe. Also die Stärke des Passworts ist ein anderes Paar Schuhe. Ich gebe da herinnen nur ganz allgemein an, und mehr ist auch nicht erforderlich, welche Sicherheitsmaßnahmen ergreife. Und das hat de facto jeder. Jeder hat diese Kontrollen, Eingabekontrollen, dass ich halt einfach sicherstelle und überprüfen kann, ob personenbezogene Daten zu welchem Zeitpunkt eingegeben werden. Oder nicht ob, sondern zu welchem Zeitpunkt die eingegeben werden, weil ich halt mitprotokolliere. Jeder Rechner protokolliert Änderungen, Veränderungen am Rechner mit und ich kann nachvollziehen grundsätzlich, was da am Rechner passiert. Und da gibt es dann nur eine zweite Seite, zum Beispiel. Man hat auch ein Backup-System, jeder IT-Dienstleister garantiert Ihnen natürlich, wenn die Daten verloren gehen oder verschlüsselt werden, dass man Backups hat, wie gut oder schlecht auch immer die sind. Auch dazu ist man verpflichtet und man ergreift auch organisatorische Maßnahmen. Eine organisatorische Maßnahme ist, weil Sie hier sitzen, weil Sie sichern Betroffenenrechte, und das haben Sie da festgelegt in diesem Verarbeitungsverzeichnis, nämlich ein Auskunftsrecht gibt es und wir haben einen Meldeprozess und das ist in diesem Leitfaden zusammengefasst, also haben wir auch organisatorische Maßnahmen. Und der letzte Punkt pro Verarbeitungstätigkeit ist, habe ich einen Auftragsverarbeiter, und das wäre wieder Ihre Frage, wie sie, die von Ihnen kommen ist, zum Beispiel die Website wird von einem anderen für mich im Auftrag gewartet, betrieben, es wird Werbung gemacht und dann schreibe ich da rein. Auftragsverarbeiter ja, ich schreibe die Firma dazu und da muss ich halt dann die Alarmglocken leiten, oder Alarmglocken, aber da muss ich halt aufpassen und sagen, okay, wenn ich da ja einkreuzle, oder weil ich einen Lohnverrechner, in dem Fall wäre es Personalverwaltung Lohnverrechner, ja,
Name und Anschrift des Lohnverrechners plus diesen schriftlichen Dienstleistungsvertrag. Das ist die Konsequenz. Wenn da ja steht, brauche ich für diesen einen schriftlichen Dienstleistungsvertrag. Und das Muster, wie gesagt, ist in diesem Ordner drinnen. Und jetzt bin ich eh schon am Ende. Das wäre dann die nächste, Kundenlieferantenbetreuung. Und so werden halt alle durchgearbeitet. Und dieses Dokument, das müssen Sie dann halt einfach einmal durchlesen. Aber Sie werden eh sehen, der Großteil ist angefüllt, ist ausgefüllt und angekreuzelt. Also nämlich so, wie es halt üblicherweise gehandelt wird in unserem Bereich. Und wenn für Sie was halt gar nicht passt, dann streichen Sie das bitte einfach raus. Und das ist das Dokument, das Sie machen werden. Und dann das letzte Dokument, das Sie, oder die letzten zwei, eben Mitarbeiterinformationen, da brauchen Sie nur einen Mitarbeiter hineinschreiben und dann bei der Datenschutzerklärung auf der Website, das stellen Sie auf die Website. Da müssen Sie nur das hereingeben, was da gelb markiert ist, Ihren Firmennamen, Sie sind der Verantwortliche und das stellen Sie auf die Website unter dem Button Datenschutzerklärung/Informationsverpflichtung. Datenschutzerklärung, Informationsverpflichtung. Nehmen wir im Impressum. Sie haben das Impressum und dann eben diesen Part. Und zwar stimmt das wirklich, wir sind ein Autohaus und unser Steuerberater hat gesagt, wir brauchen mit ihm keinen Vertrag abschließen. Genau. Das ist nämlich ausgenommen aus dem. Genau. Nein, er ist nicht ausgenommen, sondern auch mit dem Rechtsanwalt zum Beispiel braucht man keinen schriftlichen Vertrag, weil der Steuerberater und der Rechtsanwalt selber verantwortlicher sind und Sie sind sein Betroffener. Und daher muss er das direkt einhalten, das Datenschutzrecht. Und eben wie ich schon am Anfang gesagt habe, in Wahrheit spielt es gar nicht so eine große Rolle, ob ich Auftragsverarbeiter bin oder Verantwortlicher bin. Wenn ich Verantwortlicher bin, muss ich die Pflichten aus der Datenschutzgrundverordnung direkt aus der Datenschutzgrundverordnung einhalten. Wenn ich Auftragsverarbeiter bin, muss man der Verantwortliche das in Form eines schriftlichen Vertrages überbinden. Und man sagt eben, der Arzt, der Anwalt, der Steuerberater, der Notar, die sind zwar Dienstleister, aber nicht Auftragsverarbeiter, sondern selber verantwortlich, während der Cloud-Dienstleister ist ein klassischer Auftragsverarbeiter, der Lohnverrechner ist ein klassischer Auftragsverarbeiter und der IT-Dienstleister. Ja, bitte. Ja, etwas umfassendere Geschichte jetzt noch zum Gesamtverständnis. Möglicherweise sollte man dann das eine oder andere vielleicht auch aus dem Protokoll ausnehmen. Es geht nämlich einerseits einmal typisch österreichisch oder weltweit wahrscheinlich nicht nur darum, was ist, sondern wie was ist beweisbar. Das nächste ist es, die Speicherung als solches, kann das schon strafbar sein oder nur die Verwendung? Wenn jetzt Daten seit Beginn der ganzen Speichermedien, ja, verschiedenste Dinge gespeichert habe. Das Ganze zu sondieren, ja, über 10, 20 Jahre, ist eine irre Arbeit. Ja, ist ja fast nicht möglich. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo auf einer Festplatte, auf einer externen, die irgendwo deponiert ist, was gespeichert habe, was passiert dann? Ich habe schon gehört, es können auch Hausdurchsuchungen gemacht werden, aber nur in der Firma, glaube ich. Kann das auch beim Geschäftsführer oder Inhaber zu Hause privat gemacht werden? Geht das auch bei der Schwiegermutter oder egal wie. Man kann ja auch was speichern in einer privaten Cloud, das heißt der NAS, ich habe da zwei, drei Festplatten, die ich über Internet ansprechen kann. Ja. Ja. Da, wenn ich da drinnen Daten speichere, wer hat da Zugriff? Da hat da niemand Zugriff außer mir selber, ja, außer es wird gehackt. Ja. Ja. Das heißt, es sind natürlich viele Punkte, was macht man, Punkt 1, mit der Vergangenheit, ja, und was macht man das mit der Zukunft, wenn man sagt, okay, ich möchte das doch nicht löschen, ich möchte es irgendwo aufbewahren, aber zugriffssicher. Also was ich jedenfalls machen würde, ich würde den 25. Mai als jedenfalls als Startpunkt nehmen, um jetzt datenschutzrechtskonform zu arbeiten. Und zwar nach dem Muster, nach dem Verarbeitungsverzeichnis, wie ich vorher gesagt habe. Und das ist klar, es ist natürlich so, dass Speichern billiger ist wie differenziert zu löschen, weil Speichermedien kosten genau genommen gar nichts und die Arbeitszeit ist relativ teuer. Also ich würde jetzt am 25. Mai zum Anlass nehmen, das jetzt einmal auf vernünftige Beine zu stellen. In der Vergangenheit ist es so, es hat sich ja de facto, also vom Inhalt des Datenschutzrechts hat sich ja nichts geändert. Also es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man so weiter tun würde als bisher, dass das viel, viel schlechter ist als vorher, weil vorher war es rechtswidrig und in Zukunft ist es rechtswidrig. Daher würde das jetzt immer mal diese Rechtswidrigkeit für die Zukunft beseitigen. Und beim alten, bei den alten Daten, ich meine, es geht natürlich schon um die Frage, was tue ich denn mit den alten Daten in Zukunft? Verwende ich die Daten jetzt nur in der Zukunft oder nicht? Und wenn ich es verwende, dann würde ich mir einfach überlegen, habe ich nur irgendeinen Grund, warum ich es verwende?
gibt es noch irgendeinen Rechtsgrund? Und wenn es den Rechtsgrund nicht mehr gibt, und ich sage Ihnen das, es gibt viele Rechtsgründe, warum man Daten gespeichert hat, und zwar relativ lange gespeichert hat. Aber ich muss mir halt nur irgendwie, ich muss mir halt nur anschauen, warum ich Daten noch habe. Und wie gesagt, wenn ich keinen Rechtsgrund mehr finde, dann muss ich die Daten irgendwie einmal, ja, muss ich es löschen. Dann, also zumindest, was man jedenfalls sicherstellen muss, ist, dass die Daten nicht mehr in irgendeinem laufenden Betrieb abgebildet sind. Also wenn ich zum Beispiel irgendein CRM-System habe, jede Software muss es können, dass man Felder als gelöscht markieren kann. Und gelöscht markieren heißt, dass niemand mehr Zugriff auf die Daten hat, mit Ausnahme vielleicht eines Menschen, nämlich des Geschäftsführers und seines Stellvertreters oder des Unternehmensinhabers und des Stellvertreters. Und das ist ja auch ganz ein wesentlicher Aspekt. Also löschen, hört man ja immer wieder, löschen heißt nicht immer unbedingt physisch löschen, sondern löschen heißt auch, hat der Oberste Gerichtshof schon oft gesagt, heißt auch logisch löschen. Und logisch löschen heißt, ich nehme die Zugriffsberechtigungen heraus. Wenn der Mitarbeiter aufhört in der Firma, muss die Personalabteilung nicht mehr auf die Mitarbeiterdaten zugreifen können. Aber ich als Geschäftsführer würde ich schon haben, weil ich muss einmal Dienstzeugnisse, wie wir schon gesagt haben, ausstellen oder sonstige Beschwerdefälle abarbeiten. Aber die Personalabteilung muss nicht mehr zugreifen. Und das heißt, der Zweck Erfüllung Dienstvertrag, Arbeitsvertrag ist weg. Aber jetzt gibt es einen anderen Zweck, rechtliche Verpflichtung, berechtigtes Interesse. Und das wird halt anders mit Zugriffsberechtigungen hinterlegt, nämlich jetzt hat das Personal nicht mehr Zugriff, Personalabteilung nicht mehr Zugriff. Und weil Sie sagen, Hausdurchsuchung, ich glaube, dass das zum Beispiel auch so ein bisschen in die Märchenkiste hineingeht, weil in Österreich gibt es Hausdurchsuchungen auf gerichtliche Anordnung. Und damit ich eine Hausdurchsuchung auf gerichtliche Anordnung kriege, brauche ich ein Straftatbestand. Und der Straftatbestand, wenn ich mich recht erinnere, muss zumindest, aber da dürfen Sie mir jetzt nicht festnageln, ich glaube, mit mindestens ein Jahr oder gar zwei Jahre Freiheitsstrafe bedroht sein. Also dieses Hausdurchsuchungsthema, ja, in der Theorie schon, aber ich kenne keine einzige Hausdurchsuchung im datenschutzrechtlichen Bereich. Und mich würde es wundern, was da, wie das rechtlich eingefädelt werden kann. Also das kann man nicht vorstellen, beim besten Willen nicht. Nein, also das kommt eher aus einer anderen Ecke, wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, eine schwere Betriebsspionage hätte und ein gekündigter oder entlassener Mitarbeiter zeigt mir an, aber da muss im Hintergrund der Staatsanwalt das Beantragen vom Richter genehmigt sein, also da muss schon wirklich, Hausdurchsuchungen ist echt ein ganz schwerwiegender Grundrechtseingriff, kann man sich ja vorstellen, und das ist nicht so wie in Amerika, dass man da gleich beim ersten Mal irgendwas, ja, gleich mal, dass die Polizei vor der Tür steht. Das ist ja auch der Grund, warum die Europäer sagen, wir können mit dem amerikanischen Datenschutzrecht, wie auch immer das ausschaut, nicht wirklich umgehen. Weil in Amerika hat eine Polizeibehörde ein Zugriffsrecht auf Server und so weiter und bei uns brauche ich eine richterliche Kontrolle. Und das ist schon ein ganz anderer Sicherheitsmaßstab. Darum hätte ich da nicht so eine Sorge. Wenn man die Telefonnummern von Kunden, mit denen man regelmäßig fährt, von Stammkunden abspeichert auf den Handys, braucht man dazu die Zustimmung der Kunden? Nein. Kann ich die abspeichern? Aber wenn ich jetzt die auf verschiedenen Handys in den Autos gespeichert habe, dass ich die über iCloud verbunden habe, bei 5, 6 Autos, und der würde anrufen, dann kann ja ein anderer Fahrgast den Namen und die Nummer auf der Freisprecheinrichtung lesen und könnte sich das rein theoretisch abschreiben. Und den noch anrufen, wenn sie sich gegenseitig kennen und. Da gibt es ja dann verschiedensten Sachen. Ja. Ist das rechtswidrig irgendwo, wenn ich die Nummer abspeichere? Oder muss ich den Kunden fragen, darf ich die abspeichern Nein. Und entsprechend verwenden? Nein, also das glaube ich nicht, dass man den Kunden fragen muss, dass man es abspeichern darf. Die Frage ist, wie könnte das verhindert im Fahrgastraum, dass der mitfahrende Fahrgast das da vorne liest? Ich meine, ist das mit einem vernünftigen Aufwand verhinderbar, dass man zum Beispiel die Freisprechanlage, wo das angezeigt wird, das Display vielleicht anders positioniert oder so, weiß ich es nicht. Naja. Nein. Also da, ich würd's nicht, da gibt es andere Probleme. Eben, WhatsApp, dass ich Daten abspeichere und fremde Daten an die Firma Facebook weitergebe. Das sind die Probleme. Aber nicht, wenn mir wer anruft und sich im Display wer mir anruft und der Vorgast kann es mitlesen. Das wäre für mich, das ist so am Rande des Datenschutzes. Vielleicht könnte man, wenn man ganz, ganz heikel wäre, könnte man sagen, ja, da muss man irgendein
Aber ich wüsste nicht, wie man es verhindert. Ja. Weiß ich auch nicht. Also da hätte ich keine Sorge. Da würde man, und man braucht keine Zustimmung, wenn ich die Daten abspeichere, wenn man mich anruft. Außer, wie gesagt, ich installiere WhatsApp, weil dann gebe ich die Daten eben weiter an den Dritten. Aber jetzt noch eine wesentliche Frage. Jetzt haben wir sehr viel gehört, was man alles nicht tun darf, was man tun sollte, um entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu setzen. Die Frage ist jetzt für mich nur, wie kommt es eigentlich zu strafrechtlicher Relevanz? Jetzt zeigt dann jemand an, ist es dann nur maßgeblich, wenn ihm Daten tatsächlich nach außen gedrungen sind, wenn der beweisen kann, da sind jetzt für mich das offensichtlich das, was aufliegt? Oder wenn der jetzt sagt, okay, ich glaube, dort ist was gespeichert ja. über mich, wie läuft das eigentlich, ob das zu einer Strafe kommen kann? Na, der Straftatbestand im Datenschutzrecht, den es ja jetzt da schon gibt, der setzt voraus, dass es zu einem, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig sage, dass es zu einer vorsätzlichen Schädigungs-, also eine Datennutzung, eine unberechtigte Datennutzung, die vorsätzlich erfolgt und wo sich der Vorsatz auch auf Schädigung oder Gewinnerzielungsabsicht bezieht. Und ich glaube sogar, dass Wissentlichkeit dabei steht. Das muss jemand mir beweisen, dass er das macht, dass ich auch eine Gewinnerzielungsabsicht habe oder eine Schädigungsabsicht habe. Und das muss man nachweisen. Und wenn er das nachweisen kann, dann kann er ein Strafverfahren einleiten, wobei, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt, aber ich weiß es jetzt nicht genau, aber da kann ich nachher vielleicht am Ende nachschauen, wie hoch da wirklich die Strafandrohung ist. Weil wie gesagt, eine Hausdurchsuchung geht nicht immer. Da brauche ich eine gewisse strafrechtliche Erheblichkeit. Und ob ich die immer habe bei der Gewinnerzielungsabsicht, das weiß ich nicht im Datenschutzrecht. Das schaue ich mir nachher an, das steht im Gesetz. Ja, bitte. Die Dienstnehmer, muss ich denen jetzt was unterschreiben lassen, dass ich jetzt den Lohn weitergeben darf ans AMS? Nein. Das nicht. Nein, also was ich machen würde, ist bei den Dienstnehmern, dass ich eben diese Mitarbeiterinformationsverpflichtung, die würde den Mitarbeitern einmalig zur Kenntnis bringen. Mit dem Lohnzettel, im Intranet, händisch aus, wie auch immer. Aber vielleicht, dass er damit einverstanden ist, dass er mit einem Foto auf der Website drauf ist, das sollte man schon holen von ihm. Ja. Genau, das würde ich schon einholen. Da gibt es eine Musterzustimmungserklärung ja. auch im Katalog. Also es sind in diesen Orten, in diesem ZIP-File wirklich ganz gute, brauchbare Erklärungen. Eben zum Beispiel eine Zustimmungserklärung, wenn ich nicht Daten verarbeite, die noch nah sind. Wenn mir wer Daten gibt, dann ist klar, dass ich die Daten zu dem Zweck verarbeite, zu dem man es gibt. Wenn ich aber zusätzlich was machen möchte, dann brauche ich eine Zustimmung. Ah, da wäre so ein Muster drinnen oder eben auch ein Foto für die Website, genau, dass ich nicht das Foto gleich runternehme von der Website, wenn er aufhört in der Firma, weil dann muss ich permanent nachziehen, sondern dass ich eine Aufbrauchsfrist habe für diese Fotonutzung. Ich habe jetzt eine Frage zu WhatsApp und Facebook. Wir kriegen auch immer sehr viele Anfragen über WhatsApp oder auch über Facebook, über die Seiten und kriegen auch dann die Daten für die Aufträge. Wäre ja auch nicht mehr erlaubt, oder? Na, wäre auch nie mehr erlaubt. Ich würde sagen, das war bisher nie erlaubt. Ich kann ja nicht zum Kunden sagen, darf man es nicht schicken. Nein, genau. Aber nein, also es ist halt das WhatsApp, das ist glaube ich die Problematik im Datenschutzrecht. Es gibt einfach ein paar Fakten, die sie entwickelt haben, weil man das Datenschutzrecht halt ziemlich lax behandelt hat, die man immer wegbringt. Ich meine, wie soll ich. Braucht man eh nur schauen, jedes Bundesministerium hat irgendeinen Facebook Like-Button auf der Website, der rechtswidrig ist. Sogar die Behörden verwenden das. Ist halt so. Ja, das sind halt so Fakten und ich würde mir aber deswegen, das sind für mich, ich meine, das mag zwar rechtswidrig sein, aber man muss ja, wenn man so schon sagt, ein bisschen die Kirchen im Dorf lassen. Ich meine, es gibt ja Leute, angeblich gibt es ja Leute, die haben halt schnell fahren mit dem Auto, statt 130 vielleicht 150 auf der Autobahn. Soll es geben, weiß ich nicht, aber soll es geben. Auf jeden Fall, was ich nicht machen würde ist, und das ist glaube ich schon der zentrale Punkt, ich würde als Unternehmensinhaber oder als Geschäftsführer eines Unternehmens, würde ich nicht aktiv nicht erlauben, dass WhatsApp am Diensthandy, wenn es ein Diensthandy gibt, benutzt wird, am Handy. Wenn sie es in Eigenverantwortung machen, kann ich nicht fremde Handys überwachen. In Wahrheit, einfach so vorsorglich. Aber ich würde es nicht aktiv vorgeben. Genauso wie wenn ich sie vorgeben werden, wenn du mit dem Auto fährst, stört eh nicht, wenn du beim 50er, 70er fährst. Wenn man es in Eigenverantwortung macht, kann es ja nicht verhindern. Aber ich würde nicht so rechtswidrige Sachen vorgeben. Das würde ich nicht machen.
Ich hätte eine Frage, wir sind eine Autovermietung und ich muss ja für jeden Kunden, der was sein Auto mietet, einen Führerschein kopieren, im Boss kopieren, wenn es geht, einen Meldezettel, wäre noch besser. Was tue ich mit den Zetteln? Kann ich die ganz normal im Büro ablegen und wie lang? Ja, also ich würde die Daten erheben und kopieren, Ausweise kopieren, die sie wirklich brauchen. Meldezettel weiß ich jetzt, also zu wissen, was sie brauchen. Also nicht mehr, aber was ich brauche, das kopiere ich. Zu mir hat einmal wer gesagt, besser darf man nicht kopieren. Also das ist, glaube ich, auch ein wenig, kann ich natürlich schon kopieren. Steht nirgends, dass ich es nicht machen dürfte, würde ich sagen. Aber nicht mehr. Also, ja. Und ablegen heißt für mich, ich lege die Daten ab und dann überlege ich mir, wie lang kann ich oder brauche ich unter Umständen die Daten für irgendeine rechtliche Verpflichtung. Und da sage ich jetzt einmal, 7 Jahre brauche ich mal für die Finanz, um etwas zu dokumentieren, dass ich da, und das wird ja immer strenger, Geldwäscherichtlinie, da sind wir jetzt da in dem Bereich, dass man nicht mehr nur, das war ich vorher auch nicht so, aber jetzt nur viel wichtiger, dass man nicht mehr nur die Rechnung aufhebt, sondern schon die dahinterliegende Leistung dokumentieren muss. Also was war die Leistung, das muss man schon irgendwie aufheben und nicht einfach die Rechnung ablegen. Daher heben wir das schon mal 7 Jahre auf. Und dann würde ich mir überlegen, was könnte dann noch passieren? Ich meine, was für Schadenersatz, was könnte da noch Großartiges passieren, glaube ich eigentlich auch nichts mehr. Also 7 Jahre war für mich so die Frist, was man es aufheben muss. Und wenn ich jetzt eine Lenkerhebung kriege, darf ich die Daten weitergeben? Von wem eine Lenkerhebung? Von der Polizei? Ja, klar. Ohne Einstimmung vom nein, Kunden? Nein, ich möchte aber das schriftlich einholen. Also nicht anrufen von der Polizei. Also nein, es kommt eh schriftlich. Genau, klar, dann gebe ich es raus. Die hat eine gesetzliche Grundlage, die können das verlangen. Also immer, Behörden brauchen, um Daten zu verarbeiten, immer gesetzliche Grundlage. Das hat da in dem Fall die Polizei. Aber es gibt viele Sachen, wo die Behörde anfragt um Daten, wo es keine gesetzliche Grundlage hat. Und da muss man halt sagen, halt sich einen richterlichen Beschluss. Nein, das ist schriftlich. Genau. Aber das und die kann ich ganz normal in meinen Rechnungsordner, in meinem Büro aufbewahren. Genau. Kommt aber unser Mitarbeiter und die Putzfrau rein. Ja, der Mitarbeiter und die Putzfrau haben ja eine Geheimhaltungserklärung, das gehört schon gemacht, ist auch in den Mustervorlagen drinnen. Also es gibt eine Geheimhaltungserklärung für Mitarbeiter und die kann man natürlich genauso gut verwenden für Dienstleister, Putzunternehmen. Aber was ich schon machen würde, ich würde schauen, wenn ich das Büro verlasse, dass ich es zusperre. Ja. Also das Büro gehört zugesperrt. Ja, es sei denn, ich habe die sogenannte, wie man so schön sagt, Clean Desk Policy, dass nichts am Schreibtisch liegt, aber das ist halt auch schwierig. Also bei mir zumindest. Aber Zugangskontrolle nennt man das. Und das hat eigentlich eh jeder. Man sperrt zu. Ja, also, wie gesagt, das ist nur die Informationserklärung fürs Internet. Das ist wirklich wichtig. Nicht nur deswegen, weil ich mir eine Cookie-Zustimmung einholen möchte, sondern weil ich verpflichtet bin, und das ist wirklich neu, Betroffene über die Datenverarbeitung zu informieren und über das Widerspruchsrecht zu informieren und generell über die Betroffenenrechte zu informieren und auch über die Beschwerdemöglichkeit zu informieren, wo man sich beschwert, in Österreich bei der Datenschutzbehörde. Und dann, und das ist eben das, was ich zuerst gemeint habe, das ist eben dieses Datenverarbeitungs-, also dieses Verarbeitungsverzeichnis Light. Da habe ich dann eigentlich genau das drinnen, was ich im Verarbeitungsverzeichnis habe, heute halt ein bisschen abgespeckt. Ich habe die Website drinnen, ich habe die Transporte drinnen, also Krankentransporte, Schultransporte, allgemeine Transporte, ich habe drinnen Kundenbetreuung, also alles, was man halt im Verarbeitungsverzeichnis hat. Das passt eigentlich ganz gut mit dem Verarbeitungsverzeichnis zusammen. Wenn man im Verarbeitungsverzeichnis was rauslöscht, weil ich sage, ich habe keine Website, dann, also nein, dann ist es ein Blödsinn, weil dann habe ich das auch nicht, aber wenn ich zum Beispiel biometrische Daten bei der Zugangskontrolle nicht verwende, dann muss ich da drinnen auch bei der Zugangskontrolle die biometrischen Daten herausnehmen. Also das läuft ein bisschen parallel, wobei man schon sagen muss, lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Aber das sind genau die Überschriften, Kundenbetreuung zu Marketingzwecken. Also das sind genau die Überschriften, die man Sondertransporte, aber alles ein bisschen zusammengefasst und ein bisschen kürzer. Datentransfer in ein Drittland, ganz ein heikles Thema. Wie gesagt, also lass uns die Finger davon weg. Da gibt es noch eine Frage. Ich hätte jetzt noch eine Frage zum Schülertransport. Das Finanzamt hat ja ausgeschickt das neue Formular mit dem Hinweis, dass alle alten Erklärungen zu vernichten sind. Wirklich? Also ich gehe davon, also zumindest ist es im E-Mail gestanden. Ach so, in der E-Mail steht das. Okay. Ja.
Heißt das auch, dass alle Schülerdaten von den vergangenen Jahren entsprechend auch zu löschen sind dann bei den Unternehmen? Nein. Das nicht? Nein, das kann das Finanzamt nicht vorschreiben. Nein. Aber ich meine, ich würde das Formular nehmen, weil das wirklich besser ist als das alte. Insbesondere diese Weitergabeberechtigung. Die gesetzlichen Vertreter stimmen zu, dass ich als Beförderer die Daten nutzen darf. Mhm. Das war für mich schon wichtig. Das war mir heute auch immer am Vormittag immer so ein bisschen Latoren im Auge, da sind wir noch in der Kanzlei beieinander gesessen und habe gesagt, was tun wir da, dass wir die Zustimmung kriegen? Ich meine, klar kann ich mir das einholen von den Eltern, aber wenn das natürlich schon im Formular abgebildet ist, umso besser. Wenn man es da unterschreibt, ist das erledigt. Okay, aber die vergangenen Daten brauche ich deswegen nicht automatisch. Nein, die habe ich andere Gründe, warum ich mir die aufhebe. Die Frage habe ich, wie weit gelten diese Bestimmungen auch für Vereine? Die Datenschutzbestimmungen? Ja. Zu 100%. Voll. Jeder, der personenbezogene Daten verarbeitet, muss ein Verarbeitungsverzeichnis machen. Jeder. Schulen, Vereine, Verbände, Tourismusverband, Jagdverband, Blasmusikverband, alle. Die müssen sogar einen Datenschutzbeauftragten haben, Verbände. Die einzigen, die nicht drunter fallen, das sind eben wirklich die im privaten Bereich Verarbeitungen vornehmen. Zum Beispiel im Urlaub, Urlaubsfotos oder ein Video für die Kinder, brauche ich jetzt keine Genehmigung einholen oder so. Aber das ist die einzige Ausnahme. Alle anderen fallen drunter. Darum, es trifft schon viele, muss man schon sagen. Obwohl man auch dazu sagen muss, ich bin ja überzeugt, dass die meisten datenschutzrechtlich ja in Ordnung handeln. Ich glaube nicht, dass im großen Stil Daten weitergegeben werden. Wo es happert ist, vielleicht, aber das sind für mich jetzt nicht die ganz zentralen Datenschutzverletzungen. Wo es happert ist vielleicht, dass man Daten vielleicht zu lange speichert, dass man Daten halt nicht gelöscht hat, weil es halt billiger ist, Daten halt zu speichern als zu löschen. Aber da würde ich jetzt jedenfalls den 25. Startpunkt nehmen und sagen, okay, jetzt muss ich mir halt das ein bisschen besser anschauen. Und weil man ja datenschutzrechtlich konform unterwegs ist, ist beim Verein zum Beispiel das kein großer Aufwand. Der Verein hat das Verarbeitungsverzeichnis, zum Beispiel ein gemeinnütziger oder Sportverein, und da schreibt halt eine über eine Mitgliederverwaltung, wir haben Personal haben wir auch, und beim Personal gehört der Obmann hinein, egal ob er Geld kriegt oder nicht, der Schriftführer, und wir haben Marketingtätigkeiten, also Veranstaltungen, das sind die drei Verarbeitungskategorien beim Verein. Und das würde zu einem Verzeichnis kehrt gemacht. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, bitte. Nur kurz in die Richtung Vereine. Die Mitglieder selber, gebe ich denen auch so etwas Ähnliches wie die Mitarbeiter? Genau. Weil da habe ich natürlich auch die Daten gespeichert, genau, zumindest genau. Jeder, und aber das würde ich zum Beispiel auf die Website stellen. Also diese Informationsverpflichtung, der kommt man einfach am einfachsten nach, indem man es auf die Website stellt. Wenn man eine Website nicht hat, dann muss ich irgendwie anders informieren. Ich würde zwar die Mitarbeiterdaten, die würde ich eben, wie gesagt, nicht auf die Website stellen, weil denen gebe ich es einmal mit dem Lohnzettel mit, oder den Mitgliedern kann ich es natürlich so austeilen oder bei der Generalversammlung austeilen. Aber man muss jeden Betroffenen diese Informationspflicht die zukommen geben, lassen. Dass er das genau, oder heute. Genau, ja, okay. Genau. Lohnzettel per Mail wird dann auch fallen, wenn es nicht per ZIP geschickt wird. Lohnzettel per Mail. Na, was steht beim Lohnzettel Sensibles drauf? Nämlich sensibel im datenschutzrechtlichen Sinn. Nämlich im datenschutzrechtlichen Sinn, ich meine, das spielt für viele natürlich eine Rolle, wie viel man verdient, aber datenschutzrechtlich sind sensible Daten Gesundheitsdaten, genetische Daten, biometrische Daten, Gewerkschaftszugehörigkeit steht auch nicht am Lohnzettel drauf. Ja, ist nichts Sensibles. Gehalt ist auch nicht sensibel an sich. Also, bitte? Ist auch nicht sensibel. Also da gibt es den Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung, da sind die ganz abschließend aufgezählt. Und bei der letzten Veranstaltung hat sich zwar mehr beschwert, weil ich gesagt habe, irgendwas sei nicht sensibel. Das mag schon sein, dass subjektiv Sachen sensibel sind, aber ich meine jetzt datenschutzrechtlich, weil das eben ganz exakt definiert ist. Darum hätte ich jetzt beim Gehaltszettel hätte ich nicht so die Sorge. Lieber was man natürlich eben verschlüsselt zu schicken oder mit einem Zugangscode verschicken. Jetzt einmal zurückkommen zu den Krankentransporten. Wir haben ja gewisse Patienten, wo wir eine chefärztliche Bewilligung brauchen.
Das heißt, ich kriege den Transportschein vom Arzt und schicken dann per Mail, scannen ein, schicken per Mail in Chefarzt. Mhm. Darf ich eigentlich. Und der Arzt schickt den nicht direkt zum Chefarzt, oder? Nein, der gibt nicht bei den Patienten, okay, oder gibt ihn gleich mir. Ja, wenn und er nicht. Ich schicke mit der Diagnose und alles per Mail in Chefarzt. Wollen Sie oder ich? Ich möchte generell zum Thema Krankentransport noch ein bisschen was dazu sagen. Klar werden wir uns auch das noch einmal näher mit der GKK anschauen, ob das wirklich alles so sein muss und ob das vor allen Dingen auch unter dem Blickpunkt Datenschutzgrundverordnung so noch Bestand haben kann. Genauso wie das Abrechnungsprogramm. Ich sage, das werden wir natürlich auch noch klären mit den Repräsentanten der GKK. Aber noch einmal, denen war bis dato das Thema überhaupt völlig fremd, dass die damit vielleicht in irgendeiner Form ein Problem kriegen könnten. Also, ja. Ich meine, am geschicktesten ist immer, wenn sie vom Patienten das kriegen, zur Weiterleitung am Chefarzt, das ist das Feinste, weil da haben sie ja die Zustimmung. Wenn sie direkt vom Arzt das kriegen, ich meine, sie haben ein berechtigtes Interesse. Sie haben ein berechtigtes Interesse, warum sie die Daten nutzen. Das Problem ist nur, das berechtigte Interesse ist bei den Gesundheitsdaten, reicht das nicht aus. Bei den Gesundheitsdaten brauche ich eine ausdrückliche Einwilligung. Das heißt nicht schriftlich, sondern dem Patienten muss bewusst sein, dass ich von ihm Gesundheitsdaten, dass ich was tue mit Gesundheitsdaten. Ob an einen Chefarzt weitergeben oder was auch immer. Wie gesagt, wenn er es mir gibt zur Weitergabe zum Chefarzt oder wenn er es mir gibt, dann weiß er, ich tue damit was. Wenn ich es direkt von meinem anderen kriege, habe ich da ein gewisses, ist mir ein bisschen unangenehm, würde ich sagen, wenn ich solche Daten kriege. Aber. Ach so, nein, es ist gleich. Also, Sie fragen nur, ob Sie es einscannen dürfen oder persönlich hinbringen müssen. Na, einscannen dürfen Sie schon mal verschlüsseln, würde ich es halt. Ich würde es nicht. Ich weiß nicht, wie viele Leute verschlüsseln ihre E-Mails? Nein, das würde ich nicht tun. Also ich hab das jetzt wegen der Zustimmung interpretiert. Nein, also Gesundheitsdaten, wenn Gesundheitsdaten nicht pseudonymisiert sind, nicht mit einem Kürzel versehen sind, würde es verschlüsselt übermitteln. Das ist zumindest der Stand der Technik, die Vorgabe im Stand der Technik entsprechend. Oder man arbeitet, drum macht es ja, drum, eigentlich ist es ja von vorn bis hinten war es ja genial, wenn die Ärzte mit einem Pseudonym arbeiten, das vielleicht sie verstehen, das Pseudonym, weil sie im Laufe der Zeit schon wissen, wenn irgendwo ein Kürzel dort steht und die Patienten immer dieselben Symptome haben, dann kenne ich mich auch aus. Aber es geht darum, ein Dritter soll nicht abfangen können, auch der Burgstaller hat irgendwas, das und das. Und mir ist zum Beispiel, und nur eine kleine Anmerkung am Rand, ich habe mir zum Beispiel eine Lebensversicherung geholt und bei der Lebensversicherung muss man auch elendig viel Gesundheitsdaten ausfüllen. Muss man auch zum Arzt gehen, ob einer bestimmten Alter oder bestimmten Höhe. Und ich habe bei einer Firma angefragt, bei einer Versicherung gesagt, ich hätte gerne eine Lebensversicherung, können Sie mir ein Angebot machen? Und hat gesagt, ja, sie schickt mir einen Fragebogen zu, hat mir einen Fragebogen zugeschickt. Da habe ich alle meine Krankengeschichten draufgegeben und auch vom Arzt bestätigen lassen, die letzten, weiß nicht, 15 Jahre, keine Ahnung was, jedenfalls viel. Was ich rauche, was ich trinke, was ich Motorrad fahre oder nicht Motorrad fahre, oder keine Ahnung was. Und dann habe ich bei der anderen Versicherung angerufen und habe gesagt, ich hätte gerne ein Angebot für eine Lebensversicherung. Dann sagt sie zu mir, wie ist denn Ihr Name? Sage ich Peter Burgstaller. Und sagt sie drauf, wir schicken Ihnen ein Angebot. Da habe ich gesagt, wie wollen Sie ein Angebot schicken, wenn Sie nicht wissen, wie viel ich sauf, rauche oder sonst was. Ist das eh wurscht bei Ihnen? Nein, wir haben eh schon die Daten. Und da hört sich der Spaß auf, dass die Daten, dass die einfach da untereinander austauscht werden. Und das wäre da auch. Ich sage Ihnen, es gibt schon viele Leute, die beschweren sich, weil ein Kind in Hagenberg oben, ein Kindergartenkind, ein Foto auf der FH gemacht wird, bei der Kinderuni und in der Gemeindezeitung publiziert wird. Deswegen gibt es Anzeigen bei der Datenschutzbehörde. Da rede ich aber nicht von Gesundheitsdaten. Und bei Gesundheitsdaten, ich sage Ihnen, das wird auch von der Datenschutzbehörde nicht wirklich toleriert. Überall woanders gibt es eine Empfehlung bei der Datenschutzbehörde, stellen Sie das ab. Und dann stelle ich es ab. Und wenn es nicht absteht, dann habe ich ein Problem. Aber, aber bei Gesundheitsdaten, da muss man schon aufpassen. Und darum hätte ich da eine Sorge. Bei der ganzen Abwicklungsthematik.
Jetzt möchte ich auch noch mal was sagen zu dem Krankentransport. Wir verarbeiten ja nicht Gesundheitsdaten, sondern wir holen sich die chefärztliche Bewilligung ein, ob wir den Patienten in ein entfernteres Krankenhaus oder Behandlungsstelle führen dürfen. Ja. Zum Teil steht ja das auch gar nicht mehr um. Es steht schon Datenschutz um. Bei uns geht es nur um die Beförderung. Darf man in ein entfernteres Krankenhaus führen oder nicht? Ja. Nein. Was hat das mit der Ich sage nicht, Sie verarbeiten nicht personenbezogene Daten. Naja, Sie verarbeiten schon Gesundheitsdaten. Weil Gesundheitsdaten heißt auch, alleine das Ablegen eines Zettels, alleine das Speichern, ist ja auch schon eine Verarbeitung. Ich weiß schon, Sie verarbeiten Gesundheitsdaten nicht in der Sache. Aber man muss ja umgekehrt sehen, es geht ja als Arbeitgeber oder Sie als Beförderer, geht eigentlich die Gesundheit des zu Befördernden nichts an, außer Sie brauchen Daten, um den Beförderungstransport im speziell einzurichten und auszurichten. Aber der Magister Redl hat richtig gesagt, dann ist aber die Krankenkasse gefordert, nicht mir Transporteure. Ja, Darum sage ich, ich hätte ein Problem als Arzt, ein massives Problem, weil die verletzen das Berufsgeheimnis. Und von der Gebietskrankenkasse hätte ich auch eine Sorge, weil etwas zu fordern, was eigentlich irrelevant ist, weil wenn der Arzt sagt, der braucht einen Krankentransport, dann ist es so. So wie beim Arbeitgeber, oder? Wenn der Arzt jemanden krank schreibt, dann pickt es. Dann kann ich nicht hergehen, außer es ist ein Missbrauch. Dann, klar. Aber ansonsten kann ich nicht sagen, was hat er denn eigentlich? Das geht mir als Arbeitgeber eigentlich nichts an. Und wahrscheinlich auch zu Recht. Im Endeffekt geht es aber nur darum, dass da medizinische Begründung verlangt wird. Die kriegen wir nicht. Aber das hat ja mit der Diagnose nichts zu tun. Die medizinische Begründung ist ein schlechter Allgemeinzustand oder eine Gehbehinderung, hat aber nichts mit einer Medizin, also Diagnose zum Teil. Ja. Zu Zeiten, wie wir noch Selbstbehalt kassiert haben, hast du wissen müssen, ist er ein Chemopatient oder nicht? Weil ist er ein Chemopatient, du kannst kassieren, ist er einer oder nicht? Ich muss wissen, ist er ein Dialysepatient oder nicht? Weil es ein anderer Tarif ist. Also es gibt schon gewisse gesundheitlichen Aspekte, die ich wissen muss. Zum Beispiel steht, und die verarbeite ich. Egal, ob ich es im Auftrag mache oder sonst irgendwas. Die Daten kriege ich, die Daten speichere ich oder gibt es sogar irgendwem, wo es einen Dritten gibt. Und ob das der Patient weiß, dass ich mache es eh nicht, aber wenn ich heute diese externe Firma abrechnen lasse, müsste ich eigentlich den Patienten fragen. Ich meine, da steht zum Beispiel nicht gehfähig, das ist für mich nachvollziehbar oder sowas. Aber zum Beispiel, wieso da ein Stempel steht, Strahlentherapie, ich verstehe nicht. Da, ein ganz aktuelles. Oder da, Chemotherapie, Februar 2018, also schon recht aktuelle Sachen. Das, aber vielleicht haben Sie ja Begründung dafür. Kürzen wir vielleicht jetzt dieses Thema ein wenig ab. Ich weiß, das brennt unter den Nägeln, keine Frage, und verstehe ja, aber wir werden uns mit Sicherheit noch darum annehmen und Sie werden noch zeitgerecht eine Info dazu bekommen. Ich hätte jetzt nur die Frage, gibt es ansonsten noch zum Vortrag des Herrn Dr. Burgstaller zu seinen Ausführungen die eine oder andere Frage? Gibt es nur irgendeine Verständnisfrage? Zu welchen Daten? Der Ordner, der wird Ihnen geschickt. Das hätte ich jetzt dann sowieso noch beantwortet. Das ist ja überhaupt kein Thema. Das backelt, ja genau. Jetzt sage ich zunächst einmal vielen herzlichen Dank an den Herrn Dr. Burgstaller, weil das ist nämlich wirklich eine Herausforderung, dieses Thema Datenschutzgrundverordnung in 2 Stunden so umzubringen, dass man ein bisschen was anfangen kann damit. Zunächst einmal vielen Dank dafür. Danke. Zum anderen die berechtigte Frage, wie kommen Sie zu diesen Daten? Dieses Datenschutzkomplettpaket wurde vom Dr. Burgstaller erstellt mit der Maßgabe, dass Sie möglichst wenig Aufwand damit haben. Und ich glaube, er hat es geschafft, dass Ihnen der Aufwand, den Sie jetzt noch zu erledigen haben, zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz abgenommen wurden. Also ich würde mal sagen, für einen Standardbetrieb haben wir es zu 80-90% erledigt. Es befreit Sie nicht komplett davon, Ihren eigenen Betrieb im Hinblick auf diese Erfordernisse durchzuchecken, aber in Wahrheit brauchen Sie nur mal nach oben Ihren Namen drüber schreiben und das Wesentliche ist bereits vorausgefüllt. Und dieses Paket, das hat natürlich auch einer entsprechenden Vorbereitung bedurft, das kostet auch was. Und ich sage, im Normalfall würde es pro Betrieb etwa 800 bis 900 € kosten. Wir haben jetzt mit ihm, mit Dr. Burgstaller, einen Vertrag geschlossen als Fachgruppe und können Ihnen dieses Paket kostenlos zur Verfügung stellen. Und
Wir würden Sie nur bitten, nachdem wir es nur Mitgliedsbetrieben zur Verfügung stellen, dass Sie das bei uns anfordern. Das können Sie machen, entweder telefonisch, indem Sie die Frau Schumann anrufen auf 05 90 909, Durchwahl 4511 oder 4512, die bekannte Büronummer, oder indem Sie uns ein E-Mail schicken auf verkehr1@wkooe.at. Wir stellen Ihnen das, wie gesagt, gerne per Mail zur Verfügung. Dann haben Sie jetzt zumindest einmal zum Start dieser Datenschutzgrundverordnung ein Package, mit dem Sie sagen, ich habe meine Hausübungen damit einigermaßen gemacht. Was die Nachlese betrifft, Sie finden ab morgen Mittag diesen Vortrag, den der Herr Oberreiter hier auf Video aufgenommen hat, auf unserer Homepage auf wko.at/ooe-taxis. Da können Sie es dann anschauen und nachlesen, beziehungsweise auch für jene, dass Sie Ihren Kollegen vielleicht, die heute nicht da waren oder nicht da sein konnten, den Hinweis geben, dass Sie das auch bei uns auf der Homepage finden. Wir werden es natürlich auch in einem Newsletter vorarbeiten. Und ansonsten, es ist uns klarerweise bewusst, dass da noch etliche Fragen auftauchen werden, wenn man sich etwas intensiver mit der Thematik befasst. Dr. Burgstaller war ja so lieb und hat gesagt, okay, wenn dann nur Fragen kommen, die man jetzt auf die Gache gar nicht einmal, auf die man gar nicht einmal kommt, dann steht er auch in der Folge noch zur Verfügung. Ich würde Sie nur bitten, dass Sie uns diese Fragen zunächst einmal zukommen lassen. Wir werden sie an ihn herantragen und schicken sie Ihnen via Newsletter dann aus als beantwortet. So, abschließende Frage, gibt es jetzt noch irgendetwas, was offen geblieben ist? Ansonsten würden wir Sie jetzt dann ganz gerne im Anschluss zu einem Brötchenbuffet einladen. Und noch ein organisatorischer Hinweis, der Ausfahrtsschranken ist ab 8:30 offen. Wenn jemand etwas früher ausfahren möchte, dann möge er sich bitte bei der Info unten im Erdgeschoss melden. Sie kriegen klarerweise ein Ausfahrtsticket, ab 8:30 ist er sowieso offen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt noch einen recht schönen Abend. Wir stehen klarerweise auch noch für Gespräche zur Verfügung. Danke.